Ich bin von München und Sonja ist auch von München, Renate, und von dem Institut für Soziale und Ökologische Wirtschaftsforschung. Vielleicht darf ich da zwei, drei Worte dazu sagen. Das ist in München ein ehrenamtliches Institut, ist also jetzt kein fettes Institut mit staatlichen Geldern in großen Umfang, wie beispielsweise das Wuppertal-Institut oder so etwas, sondern ein ehrenamtliches Institut, ist aber schon 20 Jahre alt und hat sich hauptsächlich mit wirtschaftspolitischen Dingen und im kleineren Bereich auch mit ökologischen Sachen. Das heißt für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung. Und wir versuchen sozusagen von einem linken, vielleicht kann man auch sagen marxistischen, hoffen wir jedenfalls ab und zu, Standpunkt an die Probleme heranzugehen. Die Philosophie dieses Instituts oder der Publikation, wo unten auch ein großer Stand ist, ist der, dass wir versuchen, komplizierte Sachverhalte, vor allem eben aus der Ökonomie, aber vielleicht auch das eine oder andere aus der Ökologie, einfach wie möglich darzustellen, aber exakt, wissenschaftlich exakt, aber keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu machen. Das ist also sozusagen das ISW. Ist ja schon öfters aufgetaucht. Vielleicht zu mir auch noch zwei Worte. Ich bin Physiker von Haus aus und inzwischen in der Rente. Ich habe mal längere Zeit in dem Bereich Klimaforschung gearbeitet, und zwar im Projektträger, der für Atmosphären- und Klimaforschung zuständig war. Projektträger, das muss ich noch kurz erklären, das ist eine Institution sozusagen, eine Außenstelle, quasi, wenn man so will, eines Ministeriums, und zwar des Forschungsministeriums, Bundesforschungsministerium, was sich mit Atmosphärenforschung beschäftigt hat. Und wie gesagt, da habe ich sozusagen schon länger mich mit der Materie beschäftigt, aber bin natürlich auch von meinen Interessen her schon länger in dem Bereich tätig. Ja. Okay, gut. Thema war ja globale Klimagerechtigkeit. Wie kann das konkret gehen? Das ist ein bisschen ein provozierender Titel. Ich werde dazu im Laufe des Vortrags noch einiges sagen. Zunächst einmal ist es für viele Menschen inzwischen eine nicht mehr so schöne Geschichte, eigentlich das zu verfolgen, weil es viel Misserfolg hat. Trotzdem, ich will noch mal zurückgehen auf die Situation. Wie ist die Situation im Klimabereich? Wir haben seit 20 Jahren, kennen wir die Problematik der globalen Klimaerwärmung. Also wir können uns merken, seit 20 Jahren, ich sage immer gerne seit 1990, und zwar deshalb seit 1990, weil da der erste IPCC-Bericht, das ist also das, was wir hier sehen, hier IPCC, das ist der International Panel on Climate Change. Das ist also ein Gremium, was nicht selbst Forschung macht, sondern die riesige Forschung, die global in allen möglichen Ländern von verschiedensten Institutionen, also nicht nur Universitäten, auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen gemacht wird, zusammenfasst und zu relevanten Aussagen kommt zum Thema Klima. Wie gesagt, in den 80er Jahren, wenn man ganz kurz zurückgeht, war die Situation ja so, dass die Frage stand, wie groß ist der anthropogene Anteil, also der Anteil, der von Menschen verursacht ist, am globalen Klimawandel. Das war damals eine wissenschaftliche Frage, die da stark geackert wurde. Aber, sollten wir uns merken, 1990 ist sie entstanden. So argumentiere ich, so meine ich, ist auch vernünftig zu argumentieren. 1990 ist mit dem ersten IPCC-Bericht sozusagen die Message von der Wissenschaftscommunity weltweit, und da würde ich sagen 95% der Wissenschaftler, es gibt immer andere, ein paar, die anders sind, die sogenannten heute Klimaskeptiker oder so etwas, aber ich denke, die müssen wir nicht wirklich ernst nehmen. Also wir müssen natürlich die Argumente schon ernst nehmen, das tut das IPCC auch, aber sie sind ja nachweislich auch häufig im Dienste von Konzernen im
Interessen am Werke, insbesondere in den USA. Also nochmal, IPCC 1990, seit dieser Zeit wissen wir und weiß die Menschheit und die Politik von der Klimaproblematik, vom drohenden Klimawandel. Seit der Zeit haben sich die Prognosen, also Wissenschaftler sind ja meistens, ich bin ja selbst Physiker und so, eher vorsichtige Leute, nicht, die sich ruhig äußern und eher vorsichtiger sind. Und die Aussagen dieser Wissenschaft haben sich in der Zwischenzeit, in den letzten 20 Jahren, eher verstärkt. Also sie haben sich verschlimmert und manche Dinge sind noch gar nicht wirklich auch wissenschaftlich so berücksichtigt, wie sie möglicherweise berücksichtigt werden müssten in Zukunft. Also es ist eher zu erwarten, dass die ganze Sache eher schlimmer wird, als die Prognosen sind, als umgekehrt, die sogenannten Kipppunkte. Aber ich will gar nicht so viel über diese Klimasituation sprechen, sondern nur einige wenige Dinge für Sie in Erinnerung rufen, weil ich davon ausgehe, dass das Publikum hier selbstverständlich davon schon genug Kenntnis hat, von der Dramatik und der Problematik des Klimawandels ist schon kennt. Und hier nur sagen, die CO2-Konzentration, es ist jetzt hier nur über das CO2 gesprochen, man kann das aber auch für andere Treibhausgase machen, das CO2 ist das Wichtigste. Wenn man sich anschaut, die letzten 400.000 Jahre, dann hat das CO2 natürlich immer geschwankt in dieser Art, aber jetzt Zeit Null, also das ist jetzt heute sozusagen, geht es rapide hoch. Das ist natürlich dieser Maßstab, ist die Kurve natürlich jetzt die Zeitachse, also das sind 20 Jahre kaum zu sehen auf dieser Achse, deshalb geht es auch so steil hoch. Aber alleine die Tatsache, dass die CO2-Konzentration heute schon so viel höher ist, als sie jemals seit 400.000 Jahren war, zeigt, dass das ein echtes Problem ist. Und wie gesagt, lange war die Diskussion in der Wissenschaft, ist das rein natürlich. Es gibt ja viele natürliche Einflüsse auch für das Klima. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist nicht unser Thema. Sondern davon gehe ich aus, wie gesagt, das ist jetzt nur eine kurze Wiederholung. Wenn man CO2 ist das erste oder die Treibhausgase ist nächste Stufe von der Logik her, ist dann aufgrund des Treibhauseffektes, aufgrund der Erhöhung der Treibhausgase, die Temperaturerhöhung. Hier, wenn man von Temperatur spricht, ist immer die mittlere Jahrestemperatur gedacht, über den ganzen Globus gemittelt. Also nicht bitte jetzt hergehen und sagen, in Deutschland war es jetzt im letzten Sommer so kalt, also ist da mit dem Klimawandel eigentlich nichts los oder so. Das ist zu falsch, ne? Das ist nicht richtig. Man muss mitteln sozusagen, dafür ist in Russland Trockenperiode, in den USA Dürre, in Philippinen Überschwemmung oder sonstige Dinge. Und über das alles gemittelt sozusagen, von der Temperatur her, das ist eine relativ komplizierte Geschichte, das zu machen, aber das sind ja Messwerte. Haben sich die Prognosen bestätigt? Und auch hier sehen wir eine dramatische Erhöhung der Temperatur bis 2010. Da sind wir jetzt ungefähr. Die Prognosen sagen entweder so oder so. Und das ist diese Entwicklung, das ist die noch wünschenswerte Entwicklung. Die Wissenschaft sagt, also man hat auch länger diskutiert, was könnte die Menschheit noch verkraften. Und das kennt ihr alle, dieses sogenannte 2-Grad-Ziel. Dass man, wenn sich die Temperatur um 2 Grad, die globale mittlere Temperatur um 2 Grad erhöht, über das Niveau, das vorindustrielle Niveau, dann könnte man das auch bewältigen, sagt die Wissenschaft. Vielleicht ist es auch schon zu hoch. Andere sagen inzwischen auch von 1,5 Grad, also dass dieses 2 Grad-Ziel eigentlich schon zu hoch ist, aber ich wäre zufrieden und wir alle wahrscheinlich, wenn wir das erreichen würden, das 2 Grad-Ziel. Also, es sieht aber so aus im Moment, dass wir eigentlich eher diesen Weg gehen. Oder noch schlimmer. Auch da eine kurze Folie über die Situation, die wir auch wahrscheinlich im Allgemeinen schon ganz gut kennen. Wenn man die Beiträge zur Klimaerwärmung sich mal anschaut in verschiedenen Regionen auf dem Globus, dann ist es natürlich sehr unterschiedlich.
wenn man beispielsweise jetzt mal hergeht und oder Nord- und Südamerika vergleicht, dann sieht man, wenn der Beitrag zur Klimaerwärmung in die Größe, Flächengröße des Landes oder der Region projiziert wird, dann ist Südamerika ein ganz kleines Futzelchen da unten oder Afrika ist ganz klein, weil der Beitrag zur Klimaerwärmung entsprechend klein ist. Ich finde, auch so grafische Dinge sind manchmal sehr eindrucksvoll, wo man sieht, dass natürlich die Hauptverursacher, und das ist unser Thema heute, hier liegen Europa, USA, Japan, Russland zum Teil, gut. Woran wird der Beitrag jetzt gemessen? Bitte? Woran der Beitrag gemessen wird? Irgendwie gewichtete Treibhausgase, Methan mehr, CO2 weniger? Oder was? Also wenn Sie ansprechen auf die Relation zwischen den verschiedenen Treibhausgasen, da gibt es eine ganz einfache Umrechnung in die sogenannten CO2-Äquivalente. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ja? Und die werden gemessen. Und die werden hier zugrunde gelegt. Ja, Äquivalente. Und das ist natürlich eigentlich die richtige Betrachtungsweise. Nicht nur das reine CO2, sondern CO2-Äquivalente. Das mache ich dann nachher vereinfacht nicht. Also ich rede dann hauptsächlich von CO2. Aber wenn man wirklich so gesamtheitlich betrachten will, dann ist es richtiger eigentlich von CO2-Äquivalent. Das heißt, da nimmt man alle anderen Treibhausgase, Methan und so etwas, Lachgas und Fluorkohlenwasserstoffe und, mit, die aber einen wesentlich geringeren Einfluss haben. Also 80% des Treibhauseffektes ist etwa zuzuschreiben dem CO2. Insofern ist es schon berechtigt, wenn man in erster Linie oder hauptsächlich über CO2 spricht. Für das industrielle und vom Transportsektor erzeugte CO2. Das ist jetzt eine schöne Kurve, hier haben wir die Zeitachse hier, 1960 bis 2050, und hier haben wir, das fängt ja wieder an, da sind die Möglichkeiten von Updaten oder sowas, ich weiß auch nicht. Das sind, also 1960 waren wir bei circa 10 Milliarden Tonnen, ich gehe jetzt also nicht auf das Komma ein, Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. 10 Milliarden. Heute sind wir circa bei 30, das ist jetzt reine CO2, das ist jetzt nicht CO2-Äquivalente, sondern reine CO2. Und inzwischen nicht ganz, das sind jetzt ist ein bisschen veraltet vielleicht, aber wir können die Punkte ruhig so eintragen bis heute, bis 2010. Also diese Kataster sozusagen, die werden immer erst ein bisschen nachträglich veröffentlicht. Das heißt, wir haben heute erst einen Wert von 2010. Da liegen wir so bei 32 oder so etwas Milliarden Tonnen CO2. Und da gibt es jetzt eine schöne Kurve da hinten, da möchte ich eigentlich drauf eingehen. Das wäre erforderlich, der Reduktionspfad nach United Nations Development Programme. Also man könnte da auch andere nehmen, man könnte Greenpeace nehmen, man könnte andere Institute oder auch das IPCC selbst nehmen, wobei sich das UNDP sicherlich auch auf das IPCC stützt bei der Geschichte. Wir müssen also in 2050 wieder herunterkommen auf das Niveau, was wir 1960 hatten. Das ist die Zielvorgabe, das ist das absolut Notwendige, um überhaupt noch, sagt die Wissenschaft, überhaupt noch dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen. So, wie sieht es denn in der Realität aus? Also wir haben, auch das ist jetzt nicht das Allerneueste, aber das ist nicht der große Punkt. Es sieht so aus, dass wir in Realität, das ist dieselbe Kurve übrigens wie vorher, ne? Also ein bisschen anders der Maßstab hier auf der Seite, das habe ich mir gedrückt, weil wir da auch noch höher gehen mit dem Maßstab, sehen wir, dass die reale Entwicklung, also oder sage ich jetzt, die reale Entwicklung ist bis heute hier, das heißt, wir gehen straight on in diese Richtung und nicht in diese Richtung. Also die Faktum ist es, dass in den letzten Jahren, auch seitdem das hier veröffentlicht wurde, die Prognosen
von World Energy Council oder von der Internationalen Energieagentur oder PricewaterhouseCoopers Referenzvariante. Es ist egal, welche internationalen Organisationen man da nennt. Immer die schlechteste Variante eigentlich heute realisiert wird, soweit wir das bisher schon haben. Und so sieht es auch aus für die Zukunft. Also es ist festzustellen, wir sind überhaupt nicht auf diesem Weg. So. Wir können also feststellen, wie gesagt, ich will jetzt nicht im Einzelnen weiter auf diese Thematik eingehen, es war mehr so eine Wiederholung. Die Klimaveränderung wird, das ist eine Feststellung aus diesen Tatsachen und anderen, durch das global dominante Wirtschaftssystem ungebremst weiter vorangetrieben. Die Treibhausgasemissionen steigen weiter an. Wir haben jährliche Klimagipfel immer im Herbst, im November, Dezember. Wir erinnern uns alle an Kopenhagen 2009, da war ich auch. Dann 2010 in Cancun in Mexiko, dann 2011 in Durban, Südafrika und 2012 im November wird es sein in Katar. In Katar, das ist das größte. Es ist ein kleines Land, wissen wir ja, im arabischen Golf, aber ist eigentlich von den Pro-Kopf-Emissionen, den CO2-Emissionen wirklich absolut daneben. Und da macht man eine Klimaveränderung. Aber okay. Die jährlich stattfinden, haben dieses Klimaproblem bisher in keiner Weise befriedigend angepackt. Muss man feststellen, seit dem Misserfolg von Kopenhagen hat sich bei vielen Staaten und auch bei der Klimabewegung große Enttäuschung breit gemacht. Also ich erinnere vielleicht an Hermann Scheer, der verstorben ist, der aber ein großer Kämpfer war für eine Alternative. Einen alternativen Weg in der Energiegeschichte, der gesagt hat, vergesst die Klimaverhandlungen, das ist alles für die Katz, wir müssen uns konzentrieren auf lokale, regionale Dinge und allenfalls auf bilaterale Verhandlungen zwischen Staaten. Also deshalb habe ich hier geschrieben und auch bei der Klimabewegung. Also wenn jemand wie Hermann Scheer so etwas sagt, dann hat es natürlich einen Vorgang. Es ist nicht nur er, sondern hier wird man sicherlich viele finden, die sagen, forget it. Wir müssen uns konzentrieren auf unsere Stadt und auf unseren Level, regional und so weiter. Manche wollen sogar gänzlich auf diesen internationalen Prozess der Klimaverhandlungen verzichten und nur noch eben auf bilaterale, zwischenstaatliche Vereinbarungen eingehen oder auf eigenständige regionale Aktivitäten. Ich stelle auch fest, dass dies fast eine Reaktion ist, auch der offiziellen hohen Politik zum Teil. Nicht? Also, dass sie gar nicht so gerne diese Klimagipfel, also es ist widersprüchlich. Auf der einen Seite kann man sich natürlich wunderbar präsentieren, als große Klimakanzlerin beispielsweise, wie Merkel es ja getan hat, in Kopenhagen und anderswo oder früher. Andererseits ist aber auch ein bisschen peinlich, wenn immer so wenig rauskommt. Und es ist widersprüchlich, diese Geschichte. Die Argumentation lautet, Verhandlungen, das ist dann die gefährliche Argumentation, finde ich, die dann lautet, Verhandlungen zwischen fast 200 Staaten seien prinzipiell zu schwierig. Die Materie sei so komplex, dass fast notwendigerweise da fast nichts rauskommt. Also das ist eine Meinung, die weit verbreitet ist, inzwischen auch. Und ich möchte der widersprechen. Ich habe die These, es gibt, und das ist der Hauptinhalt meines Vortrages, es gibt eine gerechte, einfache und transparente Methode, auf deren Basis die Verhandlungen vernünftig zu führen wären. Das heißt, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken und nachvollziehen. Das ist also die Behauptung oder die These, die dem widerspricht, dieser scheinbaren Komplexität, der scheinbaren Unmöglichkeit, mit 200 Staaten
so etwas überhaupt zu verhandeln und dann lieber zu Hause zu bleiben und lokal Aktionen zu machen. Wobei ich das natürlich auch wichtig finde, das ist ja so. Aber da können wir nachher in der Schlussfazit vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Ich möchte das nicht gegeneinander stellen, ich möchte mich nur auseinandersetzen mit solchen Meinungen, nicht? Also wie von Hermann Scheer, aber auch von anderen, die sagen, mit den Verhandlungen, also den Fokus auf etwas anders richten. Und zwar auf das, den Fokus, dass die Ursache für das Scheitern nicht in der Komplexität der Materie liegt, sondern in einer ganz schnöden Interessenpolitik der reichen, hochindustrialisierten Länder. Also ich habe hier eine sehr dezidierte Meinung, dass diese Komplexität der Materie vorgeschoben ist. Das ist nicht in Wahrheit wirklich richtig. Allerdings, wenn man sich jetzt klar macht, man möchte eine vernünftige Verhandlung führen, dann ist es logisch, dass man dafür, um erfolgreiche Verhandlungen zu führen, dann braucht man absolut transparente Grundsätze. Also die müssen transparent sein, sie müssen angemessen sein, sie müssen nachvollziehbar sein, für jedermann einsehbar sein und ein wichtiger Begriff, sie müssen gerecht sein. Das sind die Anforderungen, dass wir nur dann vernünftige Verhandlungen führen können, wenn es so eine Methode sozusagen wirklich zur Grundlage von solchen Verhandlungen kommt. Oder wenn solche, nicht wir, sondern wenn solche Verhandlungen so geführt werden, dass sie so eine Grundlage haben. Also wenn man sich erstmal darüber auseinandersetzt. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Nur wenn sich keine Seite übervorteilt fühlen kann, ist eine Verständigung auf ein wirklich umfassendes Klimaabkommen überhaupt realistisch. Das unbedingt notwendig ist, meines Erachtens, das habe ich glaube ich jetzt schon ausgeführt. Also ich meine, wir können nicht verzichten auf diese Ebene UNO. Trotz aller lokalen und regionalen und nationalen Bemühungen können wir die auf diese globale Ebene einfach nicht verzichten. Das Klimaproblem ist per se ein globales Problem und das können wir auch nur global lösen am Ende. Und ein gewisser Optimismus spiegelt sich darin, dann ist es meines Erachtens auch erreichbar. Aber nur unter dieser Voraussetzung. Und darum kämpfe ich eigentlich, dass man so ein Bewusstsein hat, dass man den Gegner, wer ist eigentlich schuld und wo, was sind die Probleme eigentlich für das Scheitern der Verhandlungen, nicht in der Komplexität oder so etwas sieht, sondern darin, dass so eine grundlegende Methodik nicht gewählt wird. Und zwar deshalb nicht gewählt wird, da kommen wir weiter im ganzen Vortrag noch mal darauf, wegen Interessen, aufgrund von bestimmten Interessen. Das werden wir aber klarer sehen. Das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Die CO2-Emissionen haben wir vorhin kurz angestreift. Sind natürlich nicht die gesamten Treibhausgase, sondern aber es sind die dominierenden Emissionen. Deshalb dürfen wir uns mal jetzt hier auf die reine CO2-Emissionen konzentrieren. Da haben wir den Hauptteil sozusagen mal abgedeckt. Also, die zentrale Frage ist globale Klimagerechtigkeit. Wir wollen eine gerechte Methode. Was ist das? Ich finde, es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Erdatmosphäre ist ein globales Gemeingut aller Menschen. Und man kann eigentlich nichts anderes denken, finde ich. Also nicht, was ist noch eher ein Gemeingut von allen Menschen auf dieser Erde als die Atmosphäre? Also das Wasser natürlich, aber die Atmosphäre ist nicht per se das Gemeingut sozusagen, das notwendig ist für unser Leben und an dem alle Menschen in gleicher Weise partizipieren sollen und dürfen. Das heißt, jeder Mensch hat dasselbe Recht, jetzt mal unter diesem Aspekt CO2 in die Atmosphäre zu emittieren, allerdings bis zu einem noch verträglichen Maß. Ich denke, das sind Grundsätze, da kann man nicht darüber diskutieren, aber
da gibt es kaum eine, denke ich, wirklich vernünftige Gegenposition. Man kann es verkomplizieren, gewiss. Man kann sicherlich Zusätze finden, aber im Grundsatz, zunächst einmal in einem ersten Ansatz, meine ich, muss man davon ausgehen, von dem Prinzip der Gleichheit, jeder Mensch, jeder Kopf auf dieser Erde hat dasselbe Recht. Und dann ergibt sich eine präzise Aufteilung der Emissionsrechte auf die einzelnen Nationen. Und das will ich jetzt ausführen, wie das geht. Und da bitte ich Sie, ein bisschen mitzumachen und sich mit darauf einzulassen. Das sind ein paar Zahlen. Zahlen sind ja meistens in Vorträgen nicht so beliebt, aber ich bitte Sie mal, vielleicht können Sie auch mitschreiben, so ein paar Zahlen und so weiter. Also ich führe Sie mal dafür. Und die Methode, um diese Aufteilung zu berechnen, ist ein sogenannter Budgetansatz. Der kommt nicht von mir, sondern von dem wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung. Das ist diese Veröffentlichung von 2009 von dem sogenannten WBGU. Das ist ein hochrangiges Gremium bei der Bundesregierung, also bei der Frau Merkel, nicht? Da sitzt der Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut und andere hochkarätige Professores. Und die haben dankenswerterweise, muss ich sagen, diese Veröffentlichung 2009 gemacht mit dem tollen Titel Kassensturz. Das sagt eigentlich auch schon einiges. Kassensturz für den Weltklimavertrag, der Budgetansatz. Den will ich jetzt mal ein bisschen ausführen und weiterhin. Ausgangspunkt auch für die Potsdam oder für den WBGU, das sind ja auch jetzt nur ein paar deutsche Forscher, ist natürlich die globale Community der Klimawissenschaftler, und denen muss man vertrauen. Also ist klar, ich kann nicht immer alles anzweifeln. Also da kann man auch in der Diskussion drüber reden, warum ich denen vertraue. Der Community der Klimawissenschaftler global, diesen 95% eben. Aber man muss natürlich vertrauen, da muss man erstmal anfangen. Wenn ich mich in ICE setze, was ich getan habe von München hierher, dann vertraue ich dem Lokführer ja auch, dass er seinen Job richtig gelernt hat und er mich richtig durch die Gegend kutschiert. So muss man in diesem Fall jetzt auch mal diesen Wissenschaftlern vertrauen, der Community, dass so Werte am Anfang stimmen und die einfach mal übernehmen. Und die sagen, wenn man das 2-Grad-Ziel, Temperaturziel, das haben wir vorhin schon ein bisschen erläutert, mit 75%, so reden die Wissenschaftler immer, mit einer bestimmten Art von Wahrscheinlichkeit, erreichen will, dann dürfen die kumulativen, das heißt die angesammelten, aufaddierten CO2-Emissionen weltweit für den gesamten Globus im Zeitraum von 1990 bis 2005 den Wert von 1.100 Milliarden Tonnen CO2 nicht überschreiten. Das ist also schreiben Sie vielleicht mal die Zahl auf, und diese Milliarden Tonnen CO2, wir reden jetzt immer nur noch von Milliarden Tonnen CO2, die kann man mal weglassen so ein bisschen, gedanklich, also konzentrieren wir uns auf die Zahlen, nicht? Also 1.100 und für den Zeitraum 1990 bis 2050. Warum 1990, habe ich vorhin erklärt, weil dort seit 1990 sozusagen das Klimaproblem in der Menschheit wirklich bekannt ist. Wie gesagt, kein Mensch kann mehr sagen, kein verantwortlicher Politiker kann sagen, habe ich nicht gewusst, hat mir niemand gesagt oder so. Also es war veröffentlicht und war in aller Munde und ist bekannt. Deshalb kann man diesen Punkt 1990, der wird auch oft gemacht, haben Sie vielleicht auch schon gehört, also dass das Referenzjahr 1990 genommen wird, das unterstütze ich. So, dann machen wir mal so eine Tabelle und tragen da ein bisschen was ein. Wie gesagt, lassen Sie sich mal ein, ausnahmsweise, auch wenn es spät ist, dann auf ein paar Zahlen, das ist nicht schwierig, ich kann Ihnen nur versichern. Da haben wir die Welt, die gesamte Welt hat eine Bevölkerung von 100% Milliarden Tonnen CO2-Emissionen.
Jetzt wird es interessant. Bitte? Widmen Sie die Blätter dann hinterher oder kann ich nicht sehen? Nee, ich höre, die kleine Tabelle fällt man hier schon. Übung alter Musik. Entschuldigung, aber ich gebe Ihnen Literatur an, da kann man es nachlesen. Also einen Link, einen Web-Link. Aber der ist fast so kompliziert aufzuschreiben wie das. Aber ISW, Homepage und dann unter meinen Namen oder Klima oder so, da kommen dann auch die Veröffentlichungen. Ich, am Schluss sage ich Ihnen, wird sie gemacht. Aber vielleicht die paar Zahlen mal mit verfolgen und aufschreiben, ist vielleicht auch nicht schlecht. Interessant wird es jetzt, fängt es jetzt an. Die Welt hat also ein Budget, so ist die Denkweise. Wir haben also einen Kuchen vor uns, den sagt die Wissenschaft. Wie gesagt, ich habe gesagt, da muss man vertrauen, das können wir nicht selbst erfinden oder so. Muss man herkommen aus der Wissenschaft. 1100 Milliarden Tonnen CO2. Steht uns noch zu, dann können wir es schaffen, sozusagen 2 Grad zu erreichen. Also dass es nicht mehr wird als 2 Grad. Davon ist nun, und jetzt, wie gesagt, das ist interessant, haben wir von 1990 bis 2009 500 verbraucht. Fast die Hälfte. Ja, das ist die Reaktion völlig richtig. Das ist schon ein Wahnsinn. Nicht? In den 19 oder 20 Jahren, sagen wir mal bis Ende 2009, ist schon fast die Hälfte in 500 verbraucht. Das heißt, einfach Addition. Ich sage also auch, jeder mit Vollschulabschluss kann diese Rechnung nachvollziehen. Kann addieren, 600 und 500 sind 1100. Also es bleibt uns noch übrig 600.000. Ja? So, jetzt ist die große Frage, wie verteilen wir denn das jetzt auf die Welt, auf die verschiedenen Staaten? Ich rede ja über globale Klimapolitik und über Klimaveränderung. Ich rede jetzt nicht über die einzelnen Personen, aber trotzdem, es gibt keine andere Möglichkeit, meine ich, als, wie gesagt, jedem, was wir vorhin schon angedeutet haben, zu sagen, ein Mensch, ein Kopf soll genauso viel zählen wie ein anderer. Jetzt mache ich genau das. Ich gehe einfach her mit dem Taschenrechner und sage, wie viel ist die Bevölkerung von China, von USA und so weiter. Und dann sehe ich, 1990 war ich im Programm 22%, dann rechne ich um und sage, 22% von 1100 sind 239, also 239 Milliarden Tonnen CO2 stehen China zu. Jetzt machen wir das Spielchen weiter, sie haben 75 verbraucht. Ihnen steht also 164 zu noch. Und Sie haben eine jährliche CO2-Emission von etwa 6,2 Milliarden Tonnen. Das kann sich jetzt natürlich aktuell, hat sich jetzt ein bisschen erhöht oder so, da auf diese Feinheiten gehe ich jetzt nicht so genau ein, das kann man noch ein bisschen genauer machen, aber es geht ja hier um das Prinzip und das stimmt so. So sieht es aus bei China. Wenn man jetzt hergeht und sagt, 164 haben sie noch, und wenn man mal davon ausgeht, sie würden dabei bleiben bei 6,2, was unwahrscheinlich ist, was sie wahrscheinlich auch erhöhen, wie lange reicht denn das noch, wenn sie davon profitieren? Sie müssen ja nicht 40 Jahre davon leben. Dann sind das, wenn es ausrechnet, ungefähr 26 Jahre. Das heißt, auch China muss heute schon anfangen, nach diesem Budget sich nach der Decke zu strecken und schon zu beginnen umzusteuern. Und sie haben ein Recht, sozusagen, in meiner Argumentation, nicht? Ihnen steht noch 164 zu, aber es ist schon absehbar, dass es irgendwann mal aus ist. Nicht? Und wenn Sie so weitermachen, dann müssen Sie nach 26 Jahren die Licht ausmachen und sich einen Strick nehmen. USA, wie sieht es bei USA aus? Also auch da gehen wir aus von der Bevölkerung, 4,7%, und das rechnen wir um in das, was ihnen zusteht von den 1100, 4,7%, das sind 52. Also die Kommastellen lassen jetzt alle weg, das ist ja auch nicht so wichtig. So, und jetzt wird es interessant, was hat USA verbraucht bisher? Und ich denke, wenn man das jetzt mal gesehen hat, diese Zahl hier allein,
Wir haben mehr als das Doppelte in 19, 20 Jahren schon verbraucht von dem Budget, was Ihnen für 50, für 60 Jahre zusteht. Das muss man sich klar machen. Und dann wird alle Diskussion über Ausflüchte oder irgendwas obsolet, meines Erachtens. Und deshalb bin ich so ein Verteidiger dieser Tabelle oder auch von Zahlen, von bestimmten Zahlen, dass man wirklich auch, dass wir uns fit machen. Ich habe auch in der Vorbemerkung geschrieben, wir wollen die Argumentationskraft stärken. Nicht? Dass man ein paar wenige Zahlen mal im Kopf hat und sich das mal klar macht und das auch verbreitet anderen Menschen gegenüber. USA hat also dieses Budget schon um das mehr als das Doppelte überschritten. Und was steht Ihnen zu? Nichts mehr, null, aber nicht nur null, sondern minus 56. Wie nennen wir minus in der normalen, wie nennt man minus? Zahl? Schulden. Nichts anderes. Das ist ein Schulden. Oder? Wie soll ich anders machen? Vielleicht habt ihr einen anderen Vorschlag. Jedenfalls, es sind. Ja, also es ist dramatisch. Deutschland hat 1,517. Das ist auch wieder die einfache Rechnung, Dreisatz. So, und Deutschland hat verbraucht genau diese 17. Also alles, was uns als Land Deutschland zusteht, bis 2050, haben wir Ende 2009 schon verbraucht. Das heißt, eigentlich müssen wir auch das heißt, uns steht nichts mehr zu. Kein CO2. Das heißt, kein Autofahren mehr, kein Licht, keine Kantine, kein Kochen darüber nicht mehr und so weiter und so fort, wenn es mit fossilen CO2-Ausstoß verbunden ist. Nicht? Also alles, wenn es sozusagen nicht regenerativ erzeugt ist, dann steht uns nichts mehr zu. Wenn ich dasselbe jetzt mit EU mache, das ist jetzt weniger interessant, das ist jetzt, was nochmal, wie man zu Indien reicht, dann, weil Indien noch eine interessante, erstmal ist das zweitgrößte oder inzwischen schon vielleicht das größte Bevölkerungsmitglied des Landes, dann, damals waren es 16%, aber inzwischen ist es stark, ich weiß nicht, viel stärker als China. So, das reicht da auch. Sind es in Indien 1,5, in China ungefähr 4,5, in Deutschland sind es ungefähr 10 oder 11, 10 sage ich jetzt mal, in den USA 20 Tonnen pro Kopf der Bevölkerung. Also das ist die Situation, die wir haben. So, bis hierher ging diese Veröffentlichung vom BDD dankenswerterweise. Ich bin ja so glücklich und dankbar, dass wir das gemacht haben. Das war mutig, muss man sagen. Als Beratungsgremium von Merkel. Okay, also Sie, Sabine, ne? Sagt, Sie sind unter Rot-Grün eingesetzt worden, dieses Gremium, und es sind gute Leute, zum großen Teil gute Leute, und Sie sind jetzt nicht weitergegangen, ich bin ein Stück weitergegangen. Ich habe jetzt gesagt, was machen wir jetzt? Also wenn ich jetzt minus 56 bei USA habe, kann ich das ja nicht einfach so stehen lassen. Und bei Deutschland null, wir müssen ja weiterleben. Wir haben unsere Gesellschaft, geht ja weiter. Also mir fällt auch nicht viel anderes ein, aber das kann man diskutieren, als das zu monetarisieren. Habe ich jetzt gemacht und habe es mal versucht, damals, das habe ich vor ein paar Jahren,
schon mal eine vernünftige Zahl für eine Tonne CO2 anzunehmen. Und da liege ich gar nicht so schlecht, oder lag ich gar nicht so schlecht mit $40, ich habe es in Dollar gerechnet, Dollar pro Tonne CO2. Heute sagt die EU vor ein paar Tagen in der Süddeutschen, sagt, könnte ich jetzt mal hier irgendwie weitermachen? Oder? Einfach nur wieder einschalten. Einschalten. Kann ich zwischendurch eine Frage stellen? Ja. Naja, ich kann aber auch weiter, wenn wir vielleicht nachher diskutieren. Ich sehe schon, wie die Zeit ein bisschen weg. Verständnisfrage, ja. Also warum wurde bei dem Budget gerade 60 Jahre angenommen? Hat es einen wissenschaftlichen Grund? Also 1995 habe ich schon erklärt. Ja. Ist vernünftig, meines Erachtens. 2050, das ist auch so eine Marke, die in der ganzen Klimadiskussion immer wieder gesagt wird, Mitte des nächsten Jahrhunderts, das war ja alles Diskussion in die 90er Jahre rum oder so, wollen wir mal anpeilen. Ne? Da haben wir genug Zeit, irgendwelche Maßnahmen zu machen und wie sieht es denn da aus? Deshalb, das man hätte auch 2100 nehmen können. Oder man das hat also nichts mit einer Abnahme des CO2 oder eines Verbleibs des CO2 in der Atmosphäre. Da komme ich nachher noch drauf. Also es hat natürlich auch, also CO2 oder überhaupt die Treibhausgase sind sehr, das ist eine langwierige Geschichte. Ne? Also die sammeln sich an und der Effekt tritt erst später ein, Jahre später, nachdem sie schon emittiert wurden oder so, auch die Klima. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem, was eigentlich dem heutigen Wert entspricht, von den Klimafolgen. Konfiguriert und übrigens. Das ist doch jetzt also. Sie haben vorhin versehentlich gedrückt, dass Sie in 10 Minuten ausschalten wollen. Bitte? Sie haben vorhin versehentlich gedrückt, dass Sie in 10 Minuten ausschalten wollen. Das war Ihr Fehler. Ach so, das hätten Sie mir gleich sagen sollen. War es schon zu spät? Also war es schon zu spät. Aber wir können ja so weiterreden. Also ich habe gesagt, was wir jetzt weiterdenken, das ist, wie gesagt, Achtung, nicht mehr WWGU, sondern weitergedacht, wir monetarisieren das und nehmen mal an, pro Tonne $40. Dann kann ich diese Milliarden Tonnen, die USA jährlich verbraucht, umrechnen. Oder die Deutschland jährlich verbrauchen wird weiterhin, oder schon verbraucht, inzwischen sind wir ja 2012, verbraucht, auch umrechnen in Geld. Wenn ich das tue, dann komme ich für Deutschland auf $36 Milliarden. Und das pro Jahr. Ja. So einfach, wir haben einen Ausstoß von ungefähr 900 Millionen, also 0,9 Milliarden Tonnen, haben wir ja vorhin mal gesagt, deshalb 0,9. Was ist jetzt? Macht nichts, ich erzähle es ja, das kann man braucht man auch keine Präsentation unbedingt. Also, wenn man das tut, dann kommen wir auf USA, also Deutschland 36 Milliarden pro Jahr, USA 244 Milliarden pro Jahr. Und wenn man das für andere Länder auch noch tut und so ein bisschen downpeilt, dann kommt man auf einen, würde man auf einen Klimafonds kommen von ca. 500 Milliarden Dollar. Und das ist eigentlich, jetzt sind wir da. Das kennen wir alle schon. Ne? $40 bewertet, dann haben wir 244 für USA, 36 für uns, einen weltweiten Klimafonds von ca. $500 Milliarden pro Jahr. Dabei habe ich die 56 minus bei USA jetzt noch gar nicht erwähnt, das sind zusammen mit $2,2 Billionen pro Jahr. Das ist also, da müsste man sich ja besonders verhandeln, dass ich das auch langsam nach ausbezahlen würde. Kann auch USA nicht auf einen Tag auf einem Stoß hinlegen, sozusagen, das geht nicht. Aber trotzdem ist das eine Schuld. Und das ist jetzt das, was wir mal auch diskutieren müssen, im Vergleich,
Man ist natürlich sofort erschrocken über diese wahnsinnigen Zahlen. Aber inzwischen nicht mehr, seit 3 Jahren, nachdem wir ja die Finanzkrise haben und Rettung, Bankensystem. Wenn ich das jetzt mal in Vergleich stelle mit solchen Summen, dann sehen wir für USA Rettungsaktivitäten wurden 1,1 Billionen Dollar aufgebracht. Der Euro-Rettungsschirm hat auch fast 800 Milliarden Euro. Das Weltbip ist 63 Millionen, also das müssen Sie jetzt nicht mehr mitschreiben. Das kennen, das ist ja das, was wir in anderen Zusammenhängen kennen. Und ich denke, also da müssen wir diskutieren. Wir hätten einen Klimafonds, das wäre mein Petitum. Und wir bräuchten eine Welt-UNO, eine World Climate Organization, die diese Finanzmittel sozusagen verwaltet. Das heißt, wir brauchen eine hochrangige Organisation, allein für das Klima. Das war ja jetzt auch, naja, eine Diskussion, wollte ich sagen, in Rio, dass man aufwerten müsste, die entsprechenden Environmental Organizations, also das UNEP-Programm zum Beispiel. Da bin ich auch dafür, aber da, ja, aber noch eben weitergeführt in so einer Richtung. Und mit diesen 500 Milliarden wäre ein relevanter Transfer von Technologie in die armen Länder, in die Länder, die alle noch Guthaben haben. Ich habe nur Indien als solches Beispiel angeführt, also ein großes Guthaben. Achso, das wurde jetzt, die Zahl haben wir jetzt nicht mehr gesehen, weil die Tabelle schon abgestürzt ist. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe gesagt, 100 Jahre. Genau, die müssen zurück. Da, 156 haben die noch ein Guthaben. Nicht? Die haben 19, also die haben insgesamt steht ihnen 175 zu und sie haben davon in den 20 Jahren 19 verbraucht. Das heißt, nach Adam Riese steht ihnen noch 156 zu. Und bei einem, das habe ich jetzt hinten nicht mehr drin, ach so, 1,5. Habe ich vorhin ja gesagt, ungefähr 1,5 Tonnen pro Milliarden Tonnen CO2 bei Ihnen, wäre das ungefähr 100 Jahre. Ne? So, jetzt gehen wir weiter. Also das ist jetzt, der Vorschlag wäre, mit dieser enormen Summe Anpassungs-, nur Klimamaßnahmen zu finanzieren in den Ländern, die Guthaben haben. Und Anpassungen, also Veränderungen sozusagen im Klima in Richtung erneuerbare Energien, also Umbau des gesamten Klimaapparats, also Energie, Transportsystem und da wäre eine globale Umsteuerung der Energieerzeugung möglich, aber auch des Transportsektors, meine ich zumindest. Und ein spannender Gedankengang wäre mit so einem Fonds, dass man da auch tatsächlich global für die Entwicklungsländer diese fossilistische Phase der gesellschaftlichen Entwicklung überspringen könnte. Es wird ja oft in Sonntagsreden so gesagt, ja, Sambia oder Laos oder was weiß ich, Bolivien, die sollen doch mal da ein bisschen mehr machen für das Klima und so weiter und die könnten doch gleich in die regenerative Energieerzeugung gehen. Sage ich, Leute, die Länder sind zu arm, das geht nicht. Kann man so nicht fordern, das ist unredlich, aber mit so einem Topf im Hintergrund und mit dem Guthaben wäre es möglich, ist meine These und da meine ich, das wäre eine Diskussion jetzt auch hier für ATTAC oder für die Klimabewegung insgesamt, auch für die Linke und für die Grünen, für die politische Bewegung, dass diese Methode also erst einmal aufzeigen, dass es diese Methode gibt für eine gerechte Bewertung und dass man die dann auch weiter verbreitet,
Eine Chance sehe ich eigentlich nicht in der heutigen realen Welt der Machtverhältnisse, der dominanten Machtverhältnisse mit USA und Westeuropa. Aber meine Hoffnung wäre, dass die armen Länder, und das, dafür steht jetzt zum Beispiel hier die Gruppe der G77, das sind inzwischen 130 Länder, dass sich die mal zusammentun und sagen, wir setzen uns bei solchen Klimaverhandlungen nicht mehr an den Tisch, wenn nicht vorher sich geeinigt wird auf so eine Methode, die von euch kommt. Die kommt ja nicht von uns, das ist ja nicht aus dem Himmel fantasiert oder so, das ist eine Methode, die vom WWGU und IPCC eigentlich kommt. Nicht? Und dann können wir weiterreden, sozusagen. Also diese Methode der Verrechnung oder so etwas, das ist natürlich eine komplizierte Geschichte, auch politisch, weil es natürlich für uns sehr unangenehm ist. Für uns meine ich jetzt für Deutschland, für die reichen Länder, wir müssen zahlen. Also nicht wir persönlich, da können wir auch noch diskutieren, wie man das machen kann. Ich meine jedenfalls, das wäre eine Wert, dass so eine Idee unterstützt würde von kritischen Kräften und von linken, grünen Alternativen und fortschrittlichen Kräften in der Welt. Dem stehen natürlich Interessensgruppen gegenüber, das sind ja keine Rolling-Gruppen. Da wissen wir alle, Ölkonzerne, Energiekonzerne, Transportkonzerne, Autokonzerne und so weiter. Also das kapitalistische System steht ihnen entgegen. Im herrschenden, derzeit herrschenden globalen ökonomischen System ist es nicht so einfach durchzusetzen. Darum geht es mir schon, aber ich mache mir da keine Illusionen. Ich denke nicht, dass das jetzt der Vorschlag ist, wo alle drauf springen können. Natürlich nicht, denn sonst hätten sie ja schon längst getan. Dieser Vorschlag lag ja Merkel vor. Sie ist ja in zwei, drei Klimaverhandlungen schon gegangen, ohne diesen Vorschlag zu erwähnen. Einmal hat sie, glaube ich, einen Fehler gemacht, da hat sie irgendwo mal erwähnt. Sie ist eigentlich auch dafür, für diese 2 Tonnen pro Kopf der Bevölkerung. Das hat sie, aber seitdem nie mehr, einmal. Dann ist sie gleich wieder zurückgeschreckt. Also ich meine, dass unsere Forderungen radikaler werden müssen, dass sie nicht nur defensiv eine Lösung des herrschenden Systems innerhalb des herrschenden Systems sozusagen, gerade aufgrund der sonstigen diversen Krisen auch die Systemalternative denken, benennen und anstreben und dafür dann aber auch sich klar machen müssen, was das für Folgen hat, jetzt zum Beispiel im Klimasektor. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, aber damit der Mensch überhaupt eine Perspektive hat, damit er versteht, das ist nicht so kompliziert, das ist alleine nachrechenbar, das ist sozusagen mit einigen wenigen Annahmen, die ich, wie gesagt, aus der Wissenschaft nehmen muss natürlich, nachrechenbar und verifizierbar und dann auch diskutierbar. Gut, das sind jetzt schon fast Fragen der Diskussion. Also das wäre natürlich eine Revolution sozusagen im Denken, im globalen Denken auch, dass wir nicht die großen Geberländer sind, sondern die Schulden, die eigentlich Schulden haben. Und die armen Länder sind diejenigen, denen ein Guthaben zusteht. Die ganze globale, internationale, das Verhältnis zwischen Nord und Süd wäre ein anderes. Es wäre dann quasi auch ein Modell für die Lösung anderer Krisen, was natürlich noch utopischer ist, ein Stück weit. Damit sich so etwas durchsetzt, habe ich irgendwo gefunden, eine Lieblingsidee, die ich sehr gut finde. Wir sind verpflichtet der Aufklärung, dass wir eigentlich dafür eine zweite globale Aufklärung haben. Und zwar globale, das heißt nicht einfach nur die Verlängerung der europäischen Aufklärung, sondern eine Aufklärung, die mit angereichert ist, mit indischen, chinesischen und anderen Kulturkreisen, südamerikanischen Ideen. Aber dann lässt sich verwirklichen sozusagen eine Welt, eine gerechteren Ordnung, auch mit den anderen Krisen.
schon immer wieder bestätigt worden, so wie es in den Klimaverhandlungen, ein globales, mit diesem 2-Grad-Ziel konformes Budget für Kohlendioxid wird festgelegt nach diesem Budgetansatz. Das globale CO2-Budget wird dann auf Pro-Kopf-Basis umgerechnet. Es wird ein angemessener Preis verhandelt. Das, diese 40 Dollar, die muss man verhandeln, muss man auch nachjustieren jedes Jahr. Dafür kann man dann diese Verhandlungen benutzen. Der eine sagt, das ist zu wenig, der andere zu viel und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, ein guter Richtwert, also auch jetzt in der ganzen anderen Diskussion mit den Produzenten und so weiter. Also der ist nicht ganz zurück. Dann, wie verwalte ich diesen WTO-Mechanismen? Ich bin nicht für Handel. Also viele sagen dann wahrscheinlich, ja, so ein Geld, das muss man handeln, das muss man recht. Die handeln, so, da bin ich nicht dafür. Ich meine, die müssen wirklich einfach verwaltet werden und mit entsprechenden Durchgriffsrechten auch. Also mir hat jemand schon mal entgegen uns gesagt, ja, was irgendwelche Länder Afrikas zum Beispiel, die lassen sich doch nicht ihre Souveränität nehmen. Und so, wie willst du da? Ich denke, das muss natürlich klar sein. Dieses Geld gibt es nur, wenn es sozusagen für Klima- und Klimaanpassungsmaßnahmen verwendet wird. Und das muss auch gegen Korruption gesichert werden und gegen Missbrauch und so weiter und so fort. Aber das gibt es ja alles schon. Die WTO beispielsweise hat Durchgriffsrechte, aber zur Bestrafung, die wollen wir nicht zitieren. Also sie gibt nicht. Bitte? WTO, also wirklich. Nein, nein, ich verstehe dich ja. Ich sage ja nur als Beispiel, dass das möglich ist, wenn eine internationale Organisation auch mal für einen guten Zweck vielleicht etwas härter agiert. Und härter agieren heißt dort einfach kein Geld mehr geben, wenn zu arg das in Korruptionskalender geflossen ist. Nicht dann und muss vernünftig kontrolliert werden. Das ist aber alles möglich. Das sind ja keine unüberwindbaren Probleme meines Erachtens. Sie dürfen nur in die Klimastrukturanpassung und Anpassungsmaßnahmen, das sind auch soziale Maßnahmen drin, in meinem Verständnis. Ja, das sind jetzt andere Forderungen, die dazukommen müssen. Ich habe jetzt nicht geredet über die Forderungen in unserem eigenen Land, also um Energiewende und dass wir selbst andere Forderungen brauchen, andere eigentliche Dekarbonisierungsfahrpläne, anspruchsvolle, wie wir sie ja in der Diskussion haben. Habe ich jetzt ganz rausgelassen, ist aber wichtig, natürlich. Ne? Das war jetzt nur die globale Ebene der zwischenstaatlichen Verhältnisse, wie ich es ja betont habe. Also das sind jetzt Forderungen, die uns selbst betreffen, zusätzlich zu diesen Finanzen. Und als Grenzwert für den CO2-Ausstoß in 2050 1,5 Tonnen. Das ist ein anspruchsvolles, sehr anspruchsvolles Ziel, manche sind 2 Tonnen CO2 pro Kopf. Und dann, das sind Dinge, die müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Auch die anderen Treibhausgase müssen berücksichtigt werden und so weiter. So, soweit, dass wir noch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben. Das sind die Veröffentlichungen, das ist auch die WWGU-Veröffentlichung, www.wwgu.de und so weiter. Und da eine Veröffentlichung, das hatte ich vor Cancun geschrieben, im ISW Newsletter, kann man da mal draufgehen und da auch ein bisschen gucken und dann in der Transform-Zeitschrift, das ist eine linke Zusammenschluss von wissenschaftlichen Instituten, die hinter den linken Parteien Europas stehen, unter anderem der Linken. Das ist eine Zeitschrift, wo ich das auch veröffentlicht habe, in Englisch und Französisch. Okay, soweit. Danke. Du hast vergessen, dass du hier auch einen Grundlagenbeitrag hast. Genau, also das ISW, die Sonja ist da, da gibt es ein Klimaheft von uns, da bin ich eigentlich auch mit so ein bisschen dabei. Klimakiller-Konzerne ist allerdings ein älteres Heft, aber es stimmt alles noch, was da drin steht. Und es ist es kommt demnächst auch Neues heraus. Das, was eine Erweiterung wird, also wer sich noch ein bisschen vertraut machen will mit den Sachen, ist das. Und dann vor allem die ökonomischen Dinge,
die Herren des Geldes, das ist jetzt ein anderes Thema, ist auch noch da, und unten ist noch mehr. Okay. So, jetzt will jemand Diskussionsleitung? 2 Grad Celsius ist vorbei. Nach Club Rom ist dieses Jahr 2 Grad Celsius nicht mehr erreichbar. Okay. Auf keine Art und Weise. Ja. Club Rom Bericht von 2012. Die Reduktionen werden überholt durch die beschleunigte Klimaschmelze, die schon eingetreten ist. Und drittens, die Art der Anpassung ist heute in der jungen Welt das neue Meisterstückchen der Regierung mit der Lobbyarbeit. Klimaschutz wird in Zellverpflichtungen jährlich 1,3% Energieeffizienz zu steigern abverlangt von deutschen Unternehmen. Dadurch werden sekundär Ökosteuer befreit. 1,3% pro Jahr. Das sind ja mal 10 Jahre, mal 13% in 100 Jahren, 50 Jahren. Das geht nicht. Also es läuft nicht. Ja, also ich kann nur so mal antworten, umso wichtiger ist es sozusagen auch so etwas zu machen. Wir sind in einer dramatischen Situation. Ich finde auch, wir sind, was das Klimaproblem betrifft, in einer historisch dramatischen Situation. Als Menschheit, wir müssen sowohl national uns viel, viel mehr anstrengen, wie auch international eben, weil meines Erachtens geht es auch nicht nur mit nationalen Dingen. Aber mit dem 2-Grad-Ziel, dass das schon gar nicht mehr erreichbar ist. Möglich, ja, kann sein. So, umso wichtiger ist es. Ja, die Frage ist jetzt, ob Sie diese Vorkonferenz, wo die Entwicklungsländer die nötige Autorität entwickeln, zu sagen, ihr müsst aber jetzt dieses entscheiden, diese Methode. Nein, ich sowieso nicht. Nein, nicht Sie, ich meine die Entwicklungsländer. Ja, die müssen sich einigen. Okay, und wie gesagt, meine Vorstellung wäre, dass man einen Mitstreiter findet, vor allem auf Regierungsebene, die das in die G77 einbringen und die dann wirklich massiv und auch kämpferisch eigentlich dann auftreten. Und dass es dann von der weltweiten klimalinken Umweltbewegung unterstützt wird, auch von den reichen Ländern. Es ist natürlich wichtig auch, dass sozusagen bei uns auch eine entsprechende Bewegung stattfindet, die sagt, wir unterstützen diese Denkweise, obwohl sie eigentlich gegen die Interessen von Deutschland ist, was sie von hier sagt. Aber es ist der nächste. Ich mache einfach so weiter. 1, 2, da vorher war 3, 4 und dann 7. Ist man 7. Ich sehe den Budgetansatz in diesem Kapitel im Jahr 2007 ist der letzte IPCC-Bericht herausgekommen. Und da ist eine Zahl genannt worden, die bei Ihnen ganz kurz aufblitzte, ohne dass Sie darauf hingewiesen haben. Es wurde gesagt, also 2007 wurde das gesagt, ab 2015 muss der CO2-Anstieg in der Atmosphäre wieder sinken. So, das war die Vorgabe. Die EU hat mit dem Budgetansatz die Sache verschiebbarer gemacht. Es war im Jahr 2009 abzusehen, mit 2015, das wird wohl nichts für unsere Industrieländer, zu denen ja auch Deutschland gehört. Ja. Wir machen die Sache ein bisschen verschiebbarer, plastischer und haben zum Beispiel aus Ihrem Ansatz dann also dieses Budgetmodell entwickelt von bis 2050 und dann haben gesagt, 2015 muss nicht sein, wir können auch 2020 erst beginnen mit dem Abfall, so, mit dem Kleingedruckten, und so ist das in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Es muss dann allerdings der Abfall steiler sein, als wenn wir 2015 den Peak CO2 einsetzen. Ja? Und ich fürchte ein bisschen, das war der Grund für diesen Budgetansatz. Ja? Wegzukommen von der starren Vorgabe des IPCC, ja, zu einer modulierbaren Figur, womit man von späteren Jahren reden kann. Man braucht auch nicht, das habe ich auch gleich gesagt, es muss auch nicht 2020 sein, es kann auch 2030 sein. Allerdings geht es dann sofort, muss das ja ganz steil nach unten gehen. Ja? Also der Budgetansatz
hat so in der öffentlichen Wirksamkeit eigentlich das Ergebnis gehabt, dass 2015 aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist. Ja, das würde ich jetzt so am Stelle. Alle anderen finde ich okay, was Sie sagten, aber der letzte Satz, das ist übertrieben, glaube ich. Der Budgetansatz der oder auch überhaupt diese Publikation ist ja nicht so wahrgenommen worden, sage ich immer, sondern also hat gar nicht die Macht, sozusagen, da wirklich so eine Verschiebung herzustellen. Das ist einfach die Macht des Faktischen und das ist die Macht des Schlimmen Faktischen, die sich an jeder Beziehung schlimmt, nicht an sowas, was die Klima betrifft. Und dass sozusagen dieser Abfall, den habe ich ja auch gesagt, in meiner Kurve, ne? 2015 muss es runtergehen, weltweit, also nicht in Deutschland nur. Natürlich ist die Voraussetzung auch, dass in Deutschland noch schneller gemacht wird. Aber das wäre eine Überinterpretation, aber möglicherweise mag das auch mit eine Rolle gespielt haben bei dem einen oder anderen der Autoren. Möchte ich meine Hand gar nicht ins Feuer legen, dass sie sozusagen da gesagt haben, das ist vielleicht auf den ersten Anschein etwas weniger brisant für die nähere Zukunft bis 2015. Aber deshalb habe ich ja versucht, diese Brisanz, dieses Budgetansatz mal herauszuholen, indem ich das mal monetarisiere. Das haben die ja nicht gemacht. Sie haben das ja nicht, die haben es einfach da belassen. Und haben vor allem sich beschäftigt mit so Übergangsszenarien und so etwas. Also das ist eine längere Publikation, das ist eine richtige Broschüre, auch von, kann man sich runterladen, diese Bewegung-Geschichte. Aber deshalb finde ich trotzdem, wir müssen den Finger darauf legen, wo ist die Brisanz in unserer Sicht. Und das andere ist für mich, so schnell wie möglich muss das runtergehen. Aber es ist ja dann auch ein totaler Anreiz da, wenn wirklich es durchgeht, woran ich jetzt im Moment auch nicht glaube, durchsetzbar wäre durch die Weltgemeinschaft, die wirkliche Weltgemeinschaft der Mehrheit der Länder, dass so ein Ansatz durchgesetzt wird und auch wirklich eine Schuldenbezahlung mit in diesen Summen. Vielleicht muss ich das noch kurz erwähnen in dem Zusammenhang. Bei Kopenhagen war auch ein bisschen von Geld die Rede, ein kleines bisschen. Da wurde geredet von gesamte Welt, industrialisierte Länder, 10 Milliarden für 3 Jahre, 30 Milliarden war dann die Regel. Der eine oder andere, der sich damit beschäftigt hat, kann sich vielleicht noch erinnern. Das ist ein Witz. Also 30 Milliarden für diese Problematik ist ein Witz. Wie gesagt, es geht um 500 Milliarden, wenn man so rechnet. Das ist die Größenordnung. Und das alles ist sozusagen eine Verschiebung. Okay, lass uns vielleicht dabei. Können wir nachher nochmal wissen? Sind da hin? Kurze Frage. Diesen Budgetansatz liegt ja zugrunde, dass wirklich jeder Mensch die gleichen Verschmutzungsrechte hat. Richtig. Ist das dann zumindest stillschweigend Konsens bei den Akteuren oder gibt es auch Leute, die da sagen, nee, ich bin nicht, ich glaube, die Merkel hat auch schon mal sowas gesagt. Aber wenn es irgendwie ein bisschen ist, deshalb lege ich ja so Wert darauf, finde ich, dass wir in Antrag oder sonst wo wirklich mal den Finger drauflegen müssen und das mal einfach durch-xen. Das ist ja einfach, da braucht man nur einen Taschenrechner und das dann mal so hinlegen und dann sagen, das ist die Konsequenz. Also bei Sonntagsreden zu sagen, jeder Mensch ist gleich und wir haben die allgemeinen Menschenrechte und die Charta der UNO und so weiter, das ist alles sehr schön und wunderbar, aber dann muss man das auch konkretisieren. Gibt es dann, sagen wir mal, Gründer oder Wirtschaftslenker, die offen dem widersprechen, dass sie nicht verschweigen müssen? Ja, USA würde ich schon sagen, die sind da. Und von daher habe ich es eigentlich nie gehört. Die haben ja immer so ein bisschen ein besonderes Volk. Dieser verklausulierte Rassismus eigentlich oder so etwas. Und also, kann ich jetzt nicht genau sagen, wer da was in der Richtung gesagt hat. Aber wie gesagt, also ich glaube, grosso modo kann man sagen, in Sonntagsreden streitet es kaum jemand, der einigermaßen verstanden ist. So, jetzt machen wir. Ne, da und dann zu. Ja, oder machst du das? Ja, genau. Ja, also ich habe in meiner Reihenfolge noch ihn und sie, genau. Also in meiner Reihenfolge war er, glaube ich, und dann sie. Ja, machen Sie.
Also ich muss Dankeschön sagen für diese Zahlen, für den Ansatz, habe ich noch nie so gehört. Ich bin selber ein bisschen kritisch mit dem Budgetansatz. Ich kann das aber jetzt nicht richtig darstellen, ich muss mich nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich gebe Ihnen meine Mail und dann ja, bleiben wir in Kontakt. Ja. Ich bin sehr interessiert. Auf einen Punkt hinweisen. Also ich muss ein bisschen vielleicht zur Unterstützung zu dem, was ich sage, darstellen. Wir waren jetzt 7 Jahre insgesamt in Haiti. Okay. Von 94 bis 99 und jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal 2 Jahre für den Wiederaufbau. Das sind 6 Wochen. Dieser Geldtransfer in den Süden ist äußerst problematisch. Und zwar nicht nur wegen der Korruption in den jeweiligen Ländern, sondern auch im Versickern der Geberländer. Also, ich will ein Beispiel nennen. Die Caritas, die unser Projekt finanziert hat mit 1,8 Millionen, die hatte 21 Millionen zur Verfügung und konnte das nur in Haiti verbrauchen. Die hat bis jetzt effektiv etwa 5 oder 6 Millionen investiert. Und sie wird in den nächsten 2, 3 Jahren nochmal effektiv 3 bis 4 Millionen brauchen. Und dann hat sie schon kein Geld mehr. Das heißt, die Hälfte des Geldes ist in ihrer eigenen Verwaltung und für die Unterstützung der Fachkräfte vor Ort. Praktisch versichern. Das ist so eine katastrophale Situation. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Transfers in den Süden. Unser Ansatz, der ist auch noch nicht ausgewogen. Aber als erstes muss kommen, dass wir den Ländern einen völlig anderen Entwicklungspfad gewähren müssen, den sie selber erarbeiten. Haiti zum Beispiel hat eine katastrophale Entwicklung genommen. Wir waren jetzt von 99. Ich will es kurz darauf sagen. Also selbst erarbeitet. Lass mich doch kurz sagen. Vor 12 Jahren wurde alles noch in Flaschen, also alle Getränke gab es noch in Glasflaschen. Das ist aber sehr speziell. Ja, jetzt ist alles nur noch Plastik. Das Plastik wird verbrannt. Das geht alles in die Luft. Das ist aber in diesem Budget gar nicht drin. Das heißt, die Situation ist viel, viel ungünstiger. Und das alles in den Griff zu kriegen, ist dermaßen schwierig, dass wir zuerst einmal einen anderen Entwicklungspfad suchen müssen, bevor wir überhaupt Geld hintransferieren. Also, ganz kurz geantwortet. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht, in der Weise, dass ich sage, erstens haben wir keine Zeit mehr dafür zu warten. Andererseits ist dieser Appell, die Länder müssen so von sich aus, und so finde ich alles wunderbar. Ich war auch viel in anderen Ländern, in armen Ländern, und stehe da eigentlich voll dahinter, dass sie selbst damit machen müssen. Und vor allem ist selbst von ihnen kommen, auch die Kritik an der Entwicklungshilfepolitik und so weiter. Aber wir haben nicht mehr die Zeit. Und zweitens, ohne Geld. Bei uns zu reduzieren, wir müssen bei uns zu reduzieren. Ja, habe ich ja gesagt, das müssen wir selbstverständlich. Das, und viel massiver noch. Darüber habe ich jetzt heute nur aus Zeitmangel nicht gesprochen. Aber wir brauchen, ich meine, wir müssen diesen Gedankengang in die Köpfe hineinpflanzen. Wir brauchen ein massives Geld, tatsächlich, an Transfers. Wie das dann wirklich auch verhindert wird, dass es sozusagen in Kanälen versickert und so weiter, da habe ich ja auch angedeutet, dass ich sage, ich stelle mir sehr wohl vor, dass man eine relativ rigide, ein Regime oder so etwas, ein internationales braucht, eine WCO, die natürlich auch Durchgriffsrechte hat, nicht militärisch natürlich, sondern einfach, dann ist der Geld halt zu. Wenn man feststellt, nach einem Jahr kommt, so, jetzt was wird mit Griechenland, Troika, fährt dorthin und kontrolliert die Bücher. So was kann ich doch auch kontrollieren in der guten Sache mal, dass ich sage, wir wollen das wirklich für das Klimaproblem einsetzen. Es muss wirklich regenerativ sein oder Anpassung oder soziale Maßnahmen aufgrund von Anpassung. Nicht? Das kann man kontrollieren, ganz einfach. Viel einfacher als die Bücher von Griechenland. Und dann, wenn das zu Ungunsten ist, ja dann wird nächstes Jahr die Rate gesperrt, ganz einfach. Ich möchte mal sehen, welcher Staat dann sagt, wir verzichten. Kanada hat es gesagt, Na gut, okay, aber jetzt.
Also ich finde, dass dieses Budgetmodell und die Rechnung, die du gemacht hast, deshalb gut und hilfreich ist, weil es natürlich sehr wohl eine Debatte gibt, die auch in dieser OK-Kommission im Bundestag eine wichtige Rolle spielt, von den Konservativen und von den Liberalen gebracht wird, die sagen, ja, ja, das ist natürlich alles richtig mit unserer Klimaverpflichtung und so weiter, aber guckt euch doch mal China an, guckt euch doch mal Indien an, die haben ganz andere Wachstumsraten als wir und da ist eigentlich das Problem. Und damit wird sozusagen die Frage der Verantwortung und der Schulden, der Klimaschulden quasi komplett aus der Debatte rausgewischt. Oder sie versuchen es zumindest nicht, es gelingt ihnen natürlich auch, weil sie die Mehrheit haben. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Von daher glaube ich, dass so ein Ansatz auch mit den Zahlen wichtig ist in der öffentlichen Debatte, für die Aufklärung und so weiter, um sichtbar zu machen, um welche Dimensionen geht es eigentlich wo. Das finde ich den einen Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, wie sowas eigentlich durchgesetzt werden soll. Du hast ja selber gesagt, dass du gar nicht glaubst, dass unter den herrschenden Machtverhältnissen sowas überhaupt durchgesetzt werden kann. Deshalb brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber zu zerstreiten, wie so ein Fonds nachher kontrolliert wird, weil dem wird es nicht geben unter den jetzigen Bedingungen. Und wenn man auf die Kraft der Länder des Südens setzt, dann möchte ich einfach auch sagen, dass natürlich auch die Länder des Südens in sich gespalten und klassenmäßig strukturiert und von Interessen gebeutelt sind und so weiter. Und gestern war hier eine Veranstaltung, da habe ich leider verpasst, zu Brasilien, wo genau diese Frage natürlich eine Rolle spielt. Also die Schichten und Klassen, die Interesse am Extraktivismus haben, also daran, die Bodenschätze aus der Erde zu holen und zu verkaufen, und denen, die deren Lebensgrundlagen dadurch zerstört werden. Die Kämpfe der indigenen Bevölkerungsschichten und so weiter. Und ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man sich über Kräfteverhältnisse austauscht und darüber diskutiert, gucken muss, wo finden die Kämpfe statt. Das gilt natürlich auch für so ein Entwicklungsmodell. Also ich halte gar nichts davon, von Entwicklungspolitik zu sprechen, weil damit immer impliziert wird ein ganz bestimmtes Entwicklungsmodell. Es gibt ja die Kritik daran, die ist auch schon alt, und es geht bis hin zu Gruppierungen zwischen Indien und den anderen Ländern, die sagen, lasst uns einfach in Ruhe. Lasst uns mit euren Armutsprogramm einfach in Ruhe. Wir wollen nicht über $1 täglich Lebensmittel kaufen. Wir wollen unsere eigenen Lebensmittel produzieren. Lasst uns unser Land. Bleibt uns vom Hals mit euren Konzernen, weil die zerstören unsere Lebensgrundlagen. Also ich glaube, man muss da ganz vorsichtig sein mit diesen Segnungen von einer großen Behörde, die dann quasi die Welt beglückt. Aber ich würde sagen, darüber braucht man gar nicht streiten. Man müsste darüber streiten, wie es tatsächlich dazu kommt, dass Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, der zentrale Punkt wird sein, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden für die Menschen in Bangladesch oder sonst irgendwo, die demnächst von den steigenden Fluten und so weiter schlicht konkret betroffen sind. In den Niederlanden wird inzwischen, ich glaube, in Größenordnung des gesamten Jahresbruttoinlandsprodukts Pläne geschmiedet für die Erhöhung der Deiche. Genau wissen, wenn die Meeresspiegel steigen, sind sie weg vom Fenster. Aber in Ländern wie Bangladesch oder anderen gibt es die Option. Das heißt, da werden Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Was gibt es denn? Wo werden die leben? Unter welchen Bedingungen? Und dafür braucht man auch Mittel, um solche, also Resilienzprogramme, würde ich mal sagen, zu finanzieren. So, also in die Richtung, glaube ich, wird es eher gehen. Aber vielleicht noch einen letzten Punkt zum WWDU. Die haben ja jetzt auch letztes Jahr diese große Transformation vorgestellt, also ein neuer Gesellschaftsvertrag für die große Transformation, sozial-ökologischer Umbau. Viele tolle Ansätze, also ein regulierender Staat, der Maßstäbe setzt, der demokratisch, der sozusagen eine Demokratisierung zur Seite gestellt hat, soziale Umverteilung und so weiter. Aber auch da ein völliges Ausblenden der Kräfteverhältnisse der Akteure und der Interessengruppen der Konzerne. Also sie deuten das so ein bisschen an. Also spannend zu lesen, und ich glaube, von linker Seite könnte man, oder auch von der Attack-Seite, könnte man da richtig viel draus machen, indem man es konkret.
das habe ich ja versucht zu tun mit der Kassenschlusspublikation. Habe ich ja versucht zu sagen, ich stütze mich darauf, finde das auch gut und lobe das und versuche es aber zu konkretisieren und weiterzuentwickeln, was Sie nicht tun. Was ich auch irgendwo verstehe, das sind Professoren, die natürlich auch ihre weitere Finanzierung für ihre Institute haben wollen und auch. Aber immerhin, so weit sind sie schon mal gegangen. Insofern, denke ich, ist das unsere Aufgabe. Das können wir nicht von denen verlangen, sondern ja, dann irgendwann auch mal von denen vielleicht. Aber wir müssen als Bewegung, und insgesamt sehe ich das mehr als eine internationale Frage der Strategie, wie gehe ich mit dem Klimaproblem um, auch von der Agitation, also ich denke, das ist ein Kampf. Wir befinden uns in einem Kampf als Menschheit zwischen den Interessen der großen, dominanten Staaten und deren Konzerne und so weiter und der überwiegenden Mehrheit der Menschen. So, und da ist es Gift, wenn die Menschen das den Eindruck haben, ja, so eine UNO-Klimaverhandlung geht ja gar nicht, weil es so kompliziert ist. Also das habe ich versucht klar zu machen. Dem hast du ja auch zugestimmt, dass das okay ist. So, aber jetzt die Bataillone, die dafür kämpfen, klar, habe ich ja auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nur bestimmte Gedanken geäußert, wie wir da hinkommen. Wir sind in erster Linie, finde ich, ist es jetzt mal eine Regierungsgeschichte, dass sozusagen Linke und Arme, also sie gewinnen ja nur, Länder sich zusammenschließen und nur so kann ich mir vorstellen, wenn es kollektiv, also wenn Venezuela oder Bolivien alleine sozusagen mit so einem Vorschlag auch in so eine Klimaverhandlung gehen, erreichen sie das nicht. Aber wenn die G77 mit 130 Ländern da reingehen, ich weiß nicht, ob ihr da Kanäle habt, von der Linken meinetwegen auch, politisch sozusagen dazu zu kontaktieren, dass man auf der Ebene wirklich in den Regierungen so ein Bewusstsein erzeugt, dass eine kollektive Aktivität möglich ist. Ich versuche es auf anderen Strecken, aber das ist ein Kampf, ich sehe das auch so. Aber zu sagen von vornherein, also das ist nicht aussichts- oder das ist jetzt im Moment, das sage ich eigentlich, deshalb bin ich ja, ich versuche ja schon realistisch zu sein, aber trotzdem möchte ich nicht die Flinte ganz ins Korn werfen, sonst können wir gleich aufhören. Also irgendwo eine Orientierung, die Orientierung muss sein, es geht eigentlich. Was nicht geht, sind die Interessen, die dem entgegenstehen, nicht nur im Klimaproblem, in vielen anderen, Hunger, Sozial, Finanzen und so weiter, ist ja auch so. Aber wir haben schon viel diskutiert. Ja, okay. Die Zeit ist vorbei. Ja, okay. Wir können ja kurz, weil die jetzt gehen müssen, schon mal das. Die Emissionen genommen und dann geteilt durch die Bevölkerungszahl, dann sind es noch sind es in Indien 1,5. In China ungefähr 4,5, in Deutschland sind ungefähr 10 oder 11, 10 sage ich jetzt mal, in den USA 20 Tonnen pro 10 pro Kopf der Bevölkerung. Also das ist die Situation, die wir haben. So, bis hierher ging diese Veröffentlichung vom BDD dankenswerterweise. Ich bin ja so glücklich und dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich war mutig, muss man sagen, als Beratungsgremium von Merkel. Ja, okay, also Sie, Sabine, ne? Sagt, Sie sind unter Rot-Grün eingesetzt worden, dieses Gremium, und es sind gute Leute, zum großen Teil gute Leute, und ja, Sie sind jetzt nicht weitergegangen, ich bin ein Stück weitergegangen, ich habe jetzt gesagt, was machen wir jetzt? Also wenn ich jetzt minus 56 bei USA habe, kann ich das ja nicht einfach so stehen lassen und bei Deutschland 0, wir müssen ja weiterleben. Wir haben unsere Gesellschaft geht ja weiter. Also mir fällt auch nicht viel anderes ein, aber das kann man diskutieren, als das zu monetarisieren. Habe ich jetzt gemacht und habe es mal versucht, damals, das habe ich vor 3 Jahren, schon mal eine vernünftige Zahl für eine Tonne CO2 anzunehmen. Und da lag ich gar nicht so schlecht mit 40
Dollar, ich habe jetzt in Dollar gerechnet, Dollar pro Tonne CO2. Heute sagt die EU vor ein paar Tagen in der Süddeutschen, sagt, können Sie jetzt mal hier irgendwie weitermachen? Oder? Einfach nur wieder einschalten. Einschalten. Kann ich zwischendurch eine Frage stellen? Ja. Naja, ich werde aber auch weiter, wir können nachher diskutieren. Ich sehe schon, die zwei Trainer müssen weg. Verständnisfrage, ja. Also warum wurde bei dem Budget gerade 60 Jahre angenommen? Hat es einen wissenschaftlichen Grund? Okay. Also 1992 habe ich schon erklärt. Ja. Ist ja möglich, meines Erachtens. 2050, das ist auch so eine Marke, die in der ganzen Klimadiskussion immer wieder gesagt wird, Mitte des nächsten Jahrhunderts, das war ja alles Diskussion in die 90er Jahre rum oder so, wollen wir mal anpeilen. Ne? Da haben wir genug Zeit, irgendwelche Maßnahmen zu machen und wie sieht es denn da aus? Deshalb, das man hätte auch 2100 nehmen können. Oder man das hat also nichts mit einer Abnahme des CO2 oder eines Verbleibs des CO2 in der Atmosphäre doch, zu tun? Da komme ich nachher noch drauf. Also es hat natürlich auch, also CO2 oder überhaupt die Treibhausgase sind sehr, das ist eine langwierige Geschichte. Ne? Also die sammeln sich an und der Effekt tritt erst später ein, Jahre später, nachdem sie schon emittiert wurden oder so, auch die Klima. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem, was eigentlich dem heutigen Wert entspricht, von den Klimafolgen. Konfiguriert von dem ist das Doppelte also. Sie haben vorhin versehentlich gedrückt, dass Sie in 10 Minuten ausschalten wollen. Bitte? Sie haben vorhin versehentlich gedrückt, dass Sie in 10 Minuten ausschalten wollen. Das war Ihr Fehler. Ach so, das hätte ich mir gleich sagen sollen. Du warst schon zu spät. Also war schon zu spät. Aber wir können ja so weiterreden. Also ich habe gesagt, was wir jetzt weiterdenken müssen, ist, wie gesagt, Achtung, nicht mehr WWDU, sondern weitergedacht. Wir monetarisieren das und nehmen mal an, pro Tonne 40 Dollar. Dann kann ich diese Milliarden Tonnen, die USA jährlich verbraucht, umrechnen. Oder die Deutschland jährlich verbrauchen wird weiterhin, oder schon verbraucht, inzwischen sind wir ja 2012, verbraucht, auch umrechnen in Geld. Wenn ich das tue, dann komme ich für Deutschland auf 36 Milliarden Dollar. Und das pro Jahr. Ja. Das ist einfach, wir haben einen Ausstoß von ungefähr 900 Millionen, also 0,9 Milliarden Tonnen, haben wir ja vorhin mal gesagt, deshalb 0,9. Was ist jetzt? Macht nichts, ich erzähle es ja, das kann man brauchen, auch keine Präsentation unbedingt. Also, wenn man das tut, dann kommen wir auf USA, also Deutschland 36 Milliarden pro Jahr, USA 244 Milliarden pro Jahr. Und wenn man das für andere Länder auch noch tut und so ein bisschen downpeilt, dann kommt man auf einen, würde man auf einen Klimafonds kommen von ca. 500 Milliarden Dollar. Und das ist eigentlich, jetzt sind wir da. So, jetzt sind wir gleich da. Also ich habe gedacht, eine Tonne wird mit 40 Dollar bewertet, dann haben wir 244 für USA, 36 für uns, einen weltweiten Klimafonds von ca. 500 Milliarden Dollar pro Jahr. Dabei habe ich die 56 minus bei USA jetzt noch gar nicht erwähnt. Das sind zusammen mit 2,2 Billionen Dollar. Ja. Das ist also, da müsste man sich ja besonders verhandeln, dass ich das auch langsam nach ausbezahlen würde. Das kann auch USA nicht auf einen Tag, auf einen Stoß hinlegen, sozusagen, das geht nicht. Aber trotzdem ist das eine Schuld. Und das ist jetzt das, was wir mal auch diskutieren müssen, im Vergleich, man ist natürlich sofort erschrocken über diese wahnsinnigen Zahlen, aber inzwischen nicht mehr seit 3 Jahren, nachdem wir ja die Finanzkrise haben
und Rettung, Bankensystem, wenn ich das jetzt mal in Vergleich stelle mit solchen Summen, dann sehen wir für USA Rettungsaktivitäten wurden 1,1 Billionen Dollar aufgebracht. Der Euro-Rettungsschirm hat auch fast 800 Milliarden Euro. Also das Weltbip ist 63 Millionen. Also das müssen Sie jetzt nicht mehr mitschreiben. Das kennen, das ist ja das, was wir in anderen Zusammenhängen kennen. Und ich denke, also da müssen wir diskutieren. Wir hätten einen Klimafonds, das wäre mein Petitum. Und wir bräuchten eine Welt-UNO, eine World Climate Organization, die diese Finanzmittel sozusagen verwaltet. Das heißt, wir brauchen eine hochrangige Organisation, allein für das Klima. Das war ja jetzt auch, naja, eine Diskussion, wollte ich sagen, in Rio, dass man aufwerten müsste, die entsprechenden Environmental Organizations, also das UNEP-Programm zum Beispiel, da bin ich auch dafür, aber da, ja, aber noch eben weitergeführt in so einer Richtung. Und mit diesen 500 Milliarden wäre ein relevanter Transfer von Technologie in die armen Länder, in die Länder, die alle noch Guthaben haben. Ich habe nur Indien als solches Beispiel angeführt, also ein großes Guthaben. Achso, das wurde jetzt, die Zahl haben wir jetzt nicht mehr gesehen, weil die Tabelle schon abgestürzt ist. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe gesagt, 100 Jahre. Genau, genau, die müssen wir zurück. Ja, 156 haben die noch gut an. Nicht? Die haben 19, also die haben insgesamt, steht ihnen 175 zu und sie haben davon in den 20 Jahren 19 verbraucht. Das heißt, nach Adam Riese steht ihnen noch 156 zu und bei einem, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr drin, achso, 1,5. Habe ich vorhin ja gesagt, ungefähr 1,5 Tonnen pro Milliarden Tonnen CO2 bei Ihnen, wäre das ungefähr 100 Jahre. Ne? So, jetzt gehen wir weiter. Also das ist jetzt, der Vorschlag wäre, mit dieser enormen Summe Anpassungs-, nur Klimamaßnahmen zu finanzieren in den Ländern, die Guthaben haben. Und Anpassung, also Veränderungen sozusagen im Klima in Richtung erneuerbare Energien, also Umbau des gesamten Klimaapparats, also Energie, Transportsystem und da wäre eine globale Umsteuerung der Energieerzeugung möglich, aber auch des Transportsektors, meine ich zumindest. Und ein spannender Gedankengang wäre mit so einem Fonds, dass man da auch tatsächlich global für die Entwicklungsländer diese fossilistische Phase der gesellschaftlichen Entwicklung überspringen könnte. Es wird ja oft in Sonntagsreden so gesagt, ja, Sambia oder Laos oder was weiß ich, Bolivien, die sollen doch mal da ein bisschen mehr machen für das Klima und so weiter und die könnten doch gleich in die regenerative Energieerzeugung gehen. Sage ich, Leute, die Länder sind zu arm, das geht nicht. Können wir so nicht fordern, das ist unredlich, aber mit so einem Topf im Hintergrund und mit dem Guthaben wäre es möglich, ist meine These und da meine ich, das wäre eine Diskussion jetzt auch hier für ATTAC oder für die Klimabewegung insgesamt, auch für die Linke und für die Grünen, für die politische Bewegung, dass diese Methode also erst einmal aufzeigen, dass es diese Methode gibt für eine gerechte Bewertung und dass man die dann auch weiter verbreitet. Eine Chance sehe ich eigentlich nicht in der heutigen realen Welt der Machtverhältnisse, der dominanten Machtverhältnisse mit USA und Westeuropa. Aber meine Hoffnung wäre,
dass die armen Länder, und das, dafür steht jetzt zum Beispiel hier die Gruppe der G77, das sind inzwischen 130 Länder, dass sich die mal zusammentun und sagen, wir setzen uns bei solchen Klimaverhandlungen nicht mehr an den Tisch, wenn nicht vorher sich geeinigt wird auf so eine Methode, die von euch kommt. Die kommt ja nicht von uns, das ist ja nicht aus dem Himmel fantasiert oder so, das ist eine Methode, die vom WWGU und IPCC eigentlich kommt. Nicht? Und dann können wir weiterreden, sozusagen. Also diese Methode der Verrechnung oder so etwas, das ist natürlich eine komplizierte Geschichte, auch politisch, weil es natürlich für uns sehr unangenehm ist. Für uns meine ich jetzt für Deutschland, für die reichen Länder, wir müssen zahlen. Also nicht wir persönlich, da können wir auch noch diskutieren, wie man das machen kann. Ich meine jedenfalls, das wäre eine Wert, dass es, dass so eine Idee unterstützt würde von kritischen Kräften und von linken, grünen Alternativen und fortschrittlichen Kräften in der Welt. Dem stehen natürlich Interessensgruppen gegenüber, das sind ja keine Wolken-Kuckucksräume. Da wissen wir alle, Ölkonzerne, Energiekonzerne, Transportkonzerne, Autokonzerne und so weiter. Also das kapitalistische System steht dem entgegen. Im herrschenden, derzeit herrschenden globalen ökonomischen System ist es nicht so einfach durchzusetzen. Darum geht es mir schon, aber ich mache mir da keine Illusionen. Ich denke nicht, dass das jetzt der Vorschlag ist, wo alle drauf springen können. Natürlich nicht, denn sonst hätten sie ja schon längst getan. Dieser Vorschlag lag ja Merkel vor. Sie ist ja in zwei, drei Klimaverhandlungen schon gegangen, ohne diesen Vorschlag zu erwähnen. Einmal hat sie, glaube ich, einen Fehler gemacht, da hat sie ihren Urlaub erwähnt. Sie ist eigentlich auch dafür, für diese 2 Tonnen pro Kopf der Bevölkerung. Das hat sie, aber seitdem nie mehr, einmal. Dann ist sie gleich wieder zurückgeschickt. Also ich meine, dass unsere Forderungen radikaler werden müssen, dass sie nicht nur defensiv eine Lösung des herrschenden Systems, innerhalb des herrschenden Systems sozusagen, gerade aufgrund der sonstigen diversen Krisen auch die Systemalternative denken, benennen und anstreben müssen und dafür dann aber auch sich klar machen müssen, was das für Folgen hat, jetzt zum Beispiel im Klimasektor. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden ist, aber damit der Mensch überhaupt eine Perspektive hat, damit er versteht, das ist nicht so kompliziert, das ist alleine nachrechenbar, das ist sozusagen mit einigen wenigen Annahmen, die wie gesagt aus der Wissenschaft nehmen muss natürlich, nachrechenbar und verifizierbar und dann auch diskutierbar. Ja gut, das sind jetzt schon fast Fragen der Diskussion. Also das wäre natürlich eine Revolution sozusagen im Denken, im globalen Denken auch, dass wir nicht die großen Geberländer sind, sondern die Schulden, die eigentlich Schulden haben. Und die armen Länder sind diejenigen, denen ein Guthaben zusteht. Die ganze globale, internationale, das Verhältnis zwischen Nord und Süd wäre ein anderes. Es wäre dann quasi auch ein Modell für die Lösung anderer Krisen, was natürlich noch utopischer ist, ein Stück weit. Damit sich so etwas durchsetzt, habe ich irgendwo gefunden, eine Lieblingsidee, die ich sehr gut finde. Wir verpflichten der Aufklärung, dass wir eigentlich dafür eine zweite globale Aufklärung haben. Globale, das heißt nicht einfach nur die Verlängerung der europäischen Aufklärung, sondern eine Aufklärung, die mit angereichert ist, mit indischen, chinesischen und anderen Kulturkreisen, südamerikanischen Ideen. Aber dann lässt sich verwirklichen sozusagen eine Welt, eine gerechteren Ordnung, auch mit den anderen Krisen. Gut, machen wir mal kurz. Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen. Das ist jetzt nochmal ein kurzes.
kurzer Abriss, 2 Grad Ziel sollte folgerecht verankert werden. Das ist schon immer wieder bestätigt worden, zumindest für die Klimaverhandlungen. Ein globales, mit diesem 2 Grad Ziel konformes Budget für Kohlendioxid wird festgelegt nach diesem Budgetansatz. Das globale CO2-Budget wird dann auf Pro-Kopf-Basis umgerechnet. Es wird ein angemessener Preis verhandelt. Das, diese 40 Dollar, die muss man verhandeln, muss man auch nachjustieren jedes Jahr. Dafür kann man dann diese Verhandlungen benutzen. Der eine sagt, das ist zu wenig, der andere zu viel und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, ein guter Richtwert. Also auch jetzt in der ganzen anderen Diskussion mit dem Emissionshandel und so weiter. Also der ist nicht ganz zurück. Dann, wie verwalte ich diesen WCO? Ich bin nicht für Handel. Also viele sagen dann wahrscheinlich, dass so ein Geld, das muss man handeln, das muss man rechnen. Die handeln und so, da bin ich nicht dafür. Ich meine, die müssen wirklich einfach verwaltet werden und mit entsprechenden Durchgriffsrechten auch. Also mir hat jemand schon mal entgegen uns gesagt, ja, irgendwelche Länder Afrikas zum Beispiel, die lassen sich doch nicht ihre Souveränität nehmen. Und so, wie willst du da? Ich denke, das muss natürlich klar sein. Dieses Geld gibt es nur, wenn es sozusagen für Klima- und Klimaanpassungsmaßnahmen verwendet wird. Und das muss auch gegen Korruption gesichert werden und gegen Missbrauch und so weiter und so fort. Aber das gibt es ja alles schon. Die WTO beispielsweise haben Durchgriffsrechte. Aber WTO zur Bestrafung, die wollen wir nicht zitieren. Bitte? WTO, also nein, nein, ich verstehe dich ja. Ich sage ja nur als Beispiel, dass das möglich ist, wenn man die internationale Organisation auch mal für einen guten Zweck vielleicht etwas härter agiert. Und härter agieren heißt dort einfach kein Geld mehr geben, wenn zu arg das in Korruptionskalender geflossen ist. Nicht dann und muss vernünftig kontrolliert werden. Das ist aber alles möglich. Das sind ja keine unüberwindbaren Probleme meines Erachtens. Sie dürfen nur in die Klimastrukturanpassung und Anpassungsmaßnahmen, das sind auch soziale Maßnahmen drin, in meinem Verständnis. Das sind jetzt andere Forderungen, die dazukommen müssen. Ich habe jetzt nicht geredet über die Forderungen in unserem eigenen Land, also um Energiewende und dass wir selbst andere Forderungen brauchen, andere eigentliche Dekarbonisierungsfahrpläne, anspruchsvolle, wie wir es ja in der Diskussion haben. Habe ich jetzt ganz rausgelassen, ist aber wichtig, natürlich. Ne? Das war jetzt nur die globale Ebene der zwischenstaatlichen Verhältnisse, die ich da betont habe. Also das sind jetzt Forderungen, die uns selbst betreffen, zusätzlich zu diesen Finanzen und als Grenzwert für den CO2-Ausstoß in 2050 1,5 Tonnen. Das ist ein anspruchsvolles, sehr anspruchsvolles Ziel, manche liegen 2 Tonnen CO2 pro Kopf. Und dann, das sind Dinge, die müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Auch die anderen Treibhausgase müssen berücksichtigt werden und so weiter. Soweit, dass wir noch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben. Das sind die Veröffentlichungen, das ist auch die WWGU-Veröffentlichung, www.wwgu.de und so weiter. Und da eine Veröffentlichung, das hatte ich vor Cancun geschrieben, im ISE-Newsletter, kann man da mal draufgehen und da auch ein bisschen gucken. Und dann in der Transform-Zeitschrift, das ist eine linke Zusammenschluss von wissenschaftlichen Instituten, die hinter den linken Parteien Europas stehen, unter anderem der Linken. Das ist eine Zeitschrift, wo ich das auch veröffentlicht habe, in Englisch und Französisch. Okay, soweit. Danke. Klimakiller-Konzerne ist allerdings ein älteres Heft, aber es stimmt alles noch, was da drin steht und es kommt demnächst auch Neues heraus, das was eine Erweiterung wird, also wer sich noch ein bisschen vertraut machen will mit den Sachen,
das. Und dann vor allem die ökonomischen Dinge, die Herren des Geldes, das ist jetzt ein anderes Thema, ist auch noch da und unten ist noch mehr. Okay. So, jetzt will jemand Diskussionsleitung? Ja. 2 Grad Celsius ist vorbei. Nach Klubochrom ist dieses Jahr 2 Grad Celsius nicht mehr erreichbar. Okay. Auf keine Art und Weise. Ja. Klubochrom-Bericht von 2012. Die Reduktionen werden überholt durch die beschleunigte Klimaschmelze, die schon eingetreten ist. Und drittens, die Art der Anpassung ist heute in der jungen Welt das neue Meisterstückchen der Regierung mit der Lobbyarbeit. Klimaschutz wird in Zellverpflichtungen jährlich 1,3% Energieeffizienz zu steigern abverlangt von deutschen Unternehmen. Davon werden dadurch werden sekundär Ökosteuer befreit. 1,3% pro Jahr. Das sind ja mal 10 Jahre, mal 13% in 100 Jahren, 50 Jahren. Das geht nicht. Also es läuft nicht. Ja, also ich kann nur so mal antworten, umso wichtiger ist es sozusagen auch so etwas zu machen. Wir sind in einer dramatischen Situation. Ich finde auch, wir sind, was das Klimaproblem betrifft, in einer historisch dramatischen Situation. Als Menschheit, wir müssen sowohl national uns viel, viel mehr anstrengen, wie auch international eben, weil meines Erachtens geht es auch nicht nur mit nationalen Dingen. Aber mit dem 2-Grad-Ziel, dass das schon gar nicht mehr erreichbar ist. Ist möglich, kann sein. Ja. So, umso wichtiger ist es. Ja, die Frage ist jetzt, ob Sie diese Vorkonferenz, wo die Entwicklungsländer die nötige Autorität entwickeln, zu sagen, ihr müsst aber jetzt dieses entscheiden, diese Methode. Nein, ich sowieso nicht. Nein, die Sie, ich meine, die Entwicklungsländer. Ja, die müssen sich einigen. Okay. Und wie gesagt, meine Vorstellung wäre, dass man Mitstreiter findet, vor allem auf Regierungsebene, die das in die G77 einbringen und die dann wirklich massiv und auch kämpferisch eigentlich dann auftreten. Und dass es dann von der weltweiten klimalinken Umweltbewegung unterstützt wird, auch von den reichen Ländern. Natürlich wichtig auch, dass sozusagen bei uns auch eine entsprechende Bewegung stattfindet, die sagt, wir unterstützen diese Denkweise, obwohl sie eigentlich gegen die Interessen von Deutschland ist, was sie von hier sagt. Aber es ist der nächste. Ich mache einfach so weiter. 1, 2, da vorher war 3, 4 und dann 7. Jetzt machen Sie. Ich sehe den Budgetansatz ein bisschen kritisch. Im Jahr 2007 ist der letzte Bericht herausgebracht. Und da ist eine Zahl genannt worden, die bei Ihnen ganz kurz aufblitzte, ohne dass Sie darauf hingewiesen haben. Es wurde gesagt, also 2007 wurde das gesagt, ab 2015 muss der CO2-Anstieg in der Atmosphäre wieder sinken. So, das war die Vorgabe. Hat mit dem Budgetansatz die Sache verschiebbarer gemacht. Es war im Jahr 2009 abzusehen, mit 2015, das wird wohl nichts für unsere Industrieländer, zu denen ja auch Deutschland gehört. Ja, wir machen die Sache ein bisschen verschiebbarer, klassischer und haben zum Beispiel aus Ihrem Ansatz dann also dieses Budgetmodell entwickelt von bis 2015. Und da haben gesagt, 2015 muss nicht sein, wir können auch 2020 erst beginnen mit dem Abfall, so, mit dem Kleingedruckten, und so ist das in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Es muss dann allerdings der Abfall steiler sein, als wenn wir 2015 den Peak CO2 ansetzen. Ja? Und ich fürchte ein bisschen, das war der Grund für diesen Budgetansatz, wegzukommen von der starren Vorgabe des IPCC, zu einer modulierbaren Figur, womit man von späteren Jahren reden kann. Man braucht auch nicht, das habe ich auch gleich gesagt, es muss auch nicht 2020 sein, es kann auch 2030 sein. Allerdings geht es dann sofort, muss das da ganz steil nach oben gehen. Ja? Also
so am alles andere finde ich okay, was Sie sagten, aber der letzte Satz, das ist übertrieben, glaube ich. Der Budgetansatz der oder auch überhaupt diese Publikation ist ja nicht so wahrgenommen worden, sage ich immer, sondern also hat gar nicht die Macht sozusagen, da wirklich so eine Verschiebung herzustellen. Das ist einfach die Macht des Faktischen und das ist die Macht des Schlimmen faktisch, die ja in jeder Beziehung schlimm, nicht also was das Klima betrifft. Und dass sozusagen dieser Abfall, den habe ich ja auch gesagt, habe in meiner Kurve, ne? 2015 muss es runtergehen, weltweit, also nicht in Deutschland nur. Natürlich ist die Voraussetzung auch, dass in Deutschland noch schneller gemacht wird. Aber das wäre eine Überinterpretation, aber möglicherweise mag das auch mit eine Rolle gespielt haben bei dem einen oder anderen der Autoren. Also man möchte ich meine Hand gar nicht ins Feuer legen, dass sie sozusagen da gesagt haben, das ist vielleicht auf den ersten Anschein etwas weniger brisant für die nähere Zukunft bis 2015. Aber deshalb habe ich ja versucht, diese Brisanz, dieses Budgetansatz mal herauszuholen, indem ich das mal monetarisiere. Das haben die ja nicht gemacht. Sie haben das ja nicht, die haben es einfach da belassen. Und haben vor allem sich beschäftigt mit so Übergangsszenarien und so etwas. Also das ist eine längere Publikation, das ist eine richtige Broschüre, von, kann man sich runterladen, diese Bewegung-Geschichte. Aber deshalb finde ich trotzdem, wir müssen den Finger darauf legen, wo ist die Brisanz in unserer Sicht. Und das andere ist für mich, so schnell wie möglich muss das runtergehen. Aber es ist ja dann auch ein totaler Anreiz da, wenn wirklich es durchgeht, woran ich jetzt im Moment auch nicht glaube, durchsetzbar wäre durch die Weltgemeinschaft, die wirkliche Weltgemeinschaft der Mehrheit der Länder, dass so ein Ansatz durchgesetzt wird und auch wirklich eine Schuldenbezahlung mit in diesen Summen. Vielleicht muss ich das noch kurz erwähnen in dem Zusammenhang. Bei Kopenhagen war auch ein bisschen von Geld geredet, ein kleines bisschen. Da wurde geredet von gesamte Welt, industrialisierte Länder, 10 Milliarden für 3 Jahre, 30 Milliarden war dann die Regel. Der eine oder andere, der sich damit beschäftigt hat, kann sich vielleicht noch erinnern. Das ist ein Witz. Also 30 Milliarden für diese Problematik ist ein Witz. Wie gesagt, es geht um 500 Milliarden, wenn man es so rechnet. Das ist die Größenordnung. Und das alles ist sozusagen eine Verschiebung. Okay, lass uns vielleicht dabei. Können wir nachher noch mal ein bisschen? Sind da hin? Ja, kurze Frage. Diesen Budgetansatz liegt ja zugrunde, dass wirklich jeder Mensch die gleichen Verschmutzungsrechte hat. Richtig. Ist das dann zumindest stillschweigend Konsens bei den Akteuren oder gibt es auch Leute, die da sagen, nee, ich bin nicht, ich glaube, die Merkel hat auch schon mal sowas gesagt. Aber wenn es irgendwie ein bisschen, also deshalb lege ich ja so Wert darauf, finde ich, dass wir in Antrag oder sonst wo wirklich mal den Finger drauflegen müssen und das mal einfach durchixen. Das ist ja einfach, da braucht man nur einen Taschenrechner und das dann mal so hinlegen und dann sagen, das ist die Konsequenz. Also bei Sonntagsreden zu sagen, jeder Mensch ist gleich und wir haben die allgemeinen Menschenrechte und die Charta der UNO und so weiter, das ist alles sehr schön und wunderbar, aber dann muss man das auch konkretisieren. Gibt es denn, sagen wir mal, Gründer oder Wirtschaftslenker, die offen dem widersprechen, dass sie verschweigen müssen? Ja, USA würde ich schon sagen, die sind da. Und von daher habe ich es eigentlich nie gehört. Die haben ja immer so ein bisschen ein besonderes Volk. Dieser verklausulierte Rassismus eigentlich oder so etwas. Und also, kann ich jetzt nicht genau sagen, wer da was in der Richtung gesagt hat. Aber wie gesagt, also ich glaube, grosso modo kann man sagen, in Sonntagsreden bestreitet es kaum jemand, der einigermaßen verstanden ist. So, jetzt nochmal. Ne, da und dann zu. Ja, oder machst du das? Ja, genau. Ja, also ich habe in meiner Reihenfolge noch. Sie, genau. Also in meiner Reihenfolge war er, glaube ich, und dann sie. Ja. Ja, machen Sie. Also ich muss Dankeschön sagen für diese Zahlen. Ansatz habe ich noch nie so gehört. Ich bin selber ein bisschen kritisch mit dem Budgetansatz.
kann es aber jetzt nicht richtig darstellen, wir müssen uns nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich gebe Ihnen meine Mail und dann bleiben wir in Kontakt. Ja. Ich bin sehr interessiert. Auf einen Punkt hinweisen. Also ich muss ein bisschen vielleicht so eine Stadt zur Unterstützung zu dem, was ich sage, darstellen. Wir waren jetzt 7 Jahre insgesamt in Haiti. Von 94 bis 99 und jetzt in den letzten 2 Jahren, nochmal 2 Jahre für den Wiederaufbau, wir sind seit 4 Wochen da. Dieser Geldtransfer in den Süden ist äußerst problematisch. Und zwar nicht nur wegen der Korruption in den jeweiligen Ländern, sondern auch im Versickern der Geberländer. Also, ich will ein Beispiel nennen. Die Caritas, die unser Projekt finanziert hat, mit 1,8 Millionen, die hatte 21 Millionen zur Verfügung und konnte das nur in Haiti verbrauchen. Die hat bis jetzt effektiv etwa 5 oder 6 Millionen investiert. Und sie wird in den nächsten 2, 3 Jahren nochmal effektiv 3 bis 4 Millionen brauchen. Und dann hat sie schon kein Geld mehr. Das heißt, die Hälfte des Geldes ist in ihrer eigenen Verwaltung und für die Unterstützung der Fachkräfte vor Ort praktisch versickert. Das ist so eine katastrophale Situation. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Transfers in den Süden. Unser Ansatz, der ist auch noch nicht ausgegoren. Aber als erstes muss kommen, dass wir den Ländern einen völlig anderen Entwicklungspfad gewähren müssen, den sie selber erarbeiten. Haiti zum Beispiel hat eine katastrophale Entwicklung genommen. Wir waren jetzt von 99. Ich will es kurz sagen. Also selbst erarbeiten. Lass mich doch kurz sagen. Vor 12 Jahren wurde alles noch in Flaschen, also alle Getränke gab es noch in Glasflaschen. Das ist aber sehr speziell. Ja, aber die Entwicklung jetzt ist alles nur noch Plastik. Das Plastik wird verbrannt. Das geht alles in die Luft. Das ist aber in diesem Budget gar nicht drin. Das heißt, die Situation ist viel, viel ungünstiger. Und das alles in den Griff zu kriegen, ist dermaßen schwierig, dass wir zuerst einmal einen anderen Entwicklungspfad suchen müssen, bevor wir überhaupt Geld in transferieren. Also, ganz kurz geantwortet. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht, in der Weise, dass ich sage, erstens haben wir keine Zeit mehr dafür zu warten. Andererseits ist dieser Appell, die Länder müssen so von sich aus, und so finde ich alles wunderbar. Ich war auch viel in anderen Ländern, in armen Ländern, und stehe da eigentlich voll dahinter, dass sie selbst damit machen müssen. Vor allem das selbst von ihnen kommen, auch die Kritik an der Entwicklungshilfepolitik und so weiter. Aber wir haben nicht mehr die Zeit. Und zweitens, ohne Geld. Wir müssen bei uns zu reduzieren, wir müssen bei uns zu reduzieren. Das habe ich ja gesagt, das müssen wir selbstverständlich. Das, und viel massiver noch. Darüber habe ich jetzt heute nur aus Zeitmangel nicht gesprochen. Aber wir brauchen, ich meine, wir müssen diesen Gedankengang in die Köpfe hineinpflanzen. Wir brauchen ein massives Geld, tatsächlich, an Transfers. Wie das dann wirklich auch verhindert wird, dass es sozusagen in Kanälen versickert und so weiter, da habe ich ja auch angedeutet, dass ich sage, ich stelle mir sehr wohl vor, dass man eine relativ rigide, ein Regime oder so etwas, ein internationales braucht, eine WCO, die natürlich auch Durchgriffsrechte hat, nicht militärisch natürlich, sondern einfach, dann ist der Geld halt zu. Wenn man feststellt, nach einem Jahr kommt, so jetzt was wird mit Griechenland, Troika, fährt dorthin und kontrolliert die Bücher. So was kann ich doch auch kontrollieren in der guten Sache mal, dass ich sage, wir wollen das wirklich für das Klimaproblem einsetzen. Es muss wirklich regenerativ sein oder Anpassung oder soziale Maßnahmen aufgrund von Anpassungsgeschichten. Das kann man kontrollieren, ganz einfach. Viel einfacher als die Bücher von Griechenland. Und dann, wenn das zu Ungunsten ist, ja dann wird nächstes Jahr die Rate gesperrt, ganz einfach. Ich möchte mal sehen, welcher Staat dann sagt, wir verzichten. Kanada hat das gesagt. Na gut, okay, aber jetzt sag ich. Also ich finde, dass das Budgetmodell und die Rechnung, die du gemacht hast, deshalb gut und hilfreich ist, weil es natürlich sehr wohl eine Debatte gibt,
die auch in dieser Enquete-Kommission im Bundestag eine wichtige Rolle spielt, von den Konservativen und von den Liberalen gebracht wird, die sagen, ja, ja, das ist natürlich alles richtig mit unserer Klimaverpflichtung und so weiter, aber guckt euch doch mal China an, guckt euch doch mal Indien an, die haben ganz andere Wachstumsraten als wir und da ist eigentlich das Problem. Und damit wird sozusagen die Frage der Verantwortung und der Schulden, der Klimaschulden quasi komplett aus der Debatte rausgewischt. Sie versuchen es zumindest nicht, sie winkt ihnen natürlich auch, weil sie die Mehrheit haben. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Von daher glaube ich, dass so ein Ansatz auch mit den Zahlen wichtig ist in der öffentlichen Debatte, für die Aufklärung und so weiter, um sichtbar zu machen, um welche Dimensionen geht es eigentlich wo. Das finde ich den einen Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, wie sowas eigentlich durchgesetzt werden soll. Du hast ja selber gesagt, dass du gar nicht glaubst, dass unter den herrschenden Machtverhältnissen sowas überhaupt durchgesetzt werden kann. Deshalb brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber zu zerstreiten, wie so ein Fonds nachher kontrolliert wird, weil dem wird es nicht geben unter den jetzigen Bedingungen. Und wenn man auf die Kraft der Länder des Südens setzt, dann möchte ich einfach auch sagen, dass natürlich auch die Länder des Südens in sich gespalten und klassenmäßig strukturiert und von Interessen gebeutelt sind und so weiter. Und gestern war hier eine Veranstaltung, da habe ich leider verpasst, zu Brasilien, wo genau diese Frage natürlich eine Rolle spielt. Also die Schichten und Klassen, die ein Interesse am Extraktivismus haben, also daran, die Bodenschätze aus der Erde zu holen und zu verkaufen, und denen, die deren Lebensgrundlagen dadurch zerstört werden. Die Kämpfe der indigenen Bevölkerungsschichten und so weiter. Und ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man sich über Kräfteverhältnisse austauscht und darüber diskutiert, gucken muss, wo finden die Kämpfe statt. Und das gilt natürlich auch für so eine Entwicklungsmodell. Also ich halte gar nichts davon, von Entwicklungspolitik zu sprechen, weil damit immer impliziert wird ein ganz bestimmtes Entwicklungsmodell. Es gibt ja die Kritik daran, die ist auch schon alt und es geht bis hin zu Gruppierungen inzwischen in Indien und in anderen Ländern, die sagen, lasst uns einfach in Ruhe. Lasst uns mit euren Armutsbekämpfungsprogramm einfach in Ruhe. Wir wollen nicht für $1 täglich Lebensmittel kaufen. Wir wollen unsere eigenen Lebensmittel produzieren. Lasst uns unser Land. Bleibt uns vom Hals mit euren Konzernen, weil die zerstören unsere Lebensgrundlagen. Also ich glaube, man muss da ganz vorsichtig sein und so mit diesen Segnungen von einer großen Behörde, die dann quasi die Welt beglückt. Aber ich würde sagen, darüber braucht man gar nicht streiten. Man müsste darüber streiten, wie es tatsächlich dazu kommt, dass Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, der zentrale Punkt wird sein, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden für die Menschen in Bangladesch oder sonst irgendwo, die demnächst von den steigenden Fluten und so weiter schlicht konkret betroffen sind. In den Niederlanden wird inzwischen, ich glaube, in Größenordnung des gesamten Jahresbruttoinlandsprodukts Pläne geschmiedet für die Erhöhung der Deiche. Weil die genau wissen, wenn die Meeresspiegel steigen, sind sie weg vom Fenster. Aber in Ländern wie Bangladesch oder anderen gibt es die Option. Das heißt, da werden Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage vergeben. Was will die denn? Wo werden die leben? Unter welchen Bedingungen? Und dafür braucht man auch Mittel, um solche, also Resilienzprogramme, würde ich mal sagen, zu finanzieren. So, also ja. In die Richtung, glaube ich, wird es eher gehen. Aber genau. Okay. Vielleicht noch einen letzten Punkt zum WWU. Die haben ja jetzt auch letztes Jahr diese große Transformation vorgestellt, also ein neuer Gesellschaftsvertrag für die große Transformation, sozial-ökologischer Umbau. Viele tolle Ansätze, also ein regulierender Staat, der Maßstäbe setzt, der demokratisch, der sozusagen eine Demokratisierung zur Seite gestellt hat, soziale Umverteilung und so weiter. Aber auch da ein völliges Ausblenden der Kräfteverhältnisse der Akteure und der Interessengruppen der Konzerne. Also sie deuten das so ein bisschen an. Also spannend zu lesen und ich glaube von linker Seite könnte mir oder auch von Attac-Seite könnte man da richtig viel draus machen, indem man es konkretisiert und sagt, was bedeutet das? Darf ich da gleich einhaken? Genau das habe ich ja versucht zu tun mit dem Kassenschluss-Publikation. Habe ich ja versucht zu sagen,
Ich stütze mich darauf, finde das auch gut und lobe das und versuche es aber zu konkretisieren und weiterzuentwickeln, was Sie nicht tun. Was ich auch irgendwo verstehe, das sind Professoren, die natürlich auch ihre weitere Finanzierung für ihre Institute haben wollen und brauchen. Aber immerhin, so weit sind sie schon mal gegangen. Insofern, denke ich, ist das unsere Aufgabe. Das können wir nicht von denen verlangen, sondern ja, dann irgendwann auch mal von denen vielleicht. Aber wir müssen als Bewegung, und insgesamt sehe ich das mehr als eine internationale Frage der Strategie, wie gehe ich mit dem Klimaproblem um, auch von der Agitation, also ich denke, das ist ein Kampf. Wir befinden uns in einem Kampf als Menschheit zwischen den Interessen der großen dominanten Staaten und deren Konzerne und so weiter und der überwiegenden Mehrheit der Menschen. So, und da ist es Gift, wenn die Menschen den Eindruck haben, ja, so eine UNO-Klimaverhandlung geht ja gar nicht, weil es so kompliziert ist. Also das habe ich versucht klarzumachen. Dem hast du ja auch zugestimmt, dass das okay ist. So, aber jetzt die Bataillone, die dafür kämpfen, klar, habe ich ja auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nur bestimmte Gedanken geäußert, wie wir da hinkommen. Wir sind in erster Linie, finde ich, ist es jetzt mal eine Regierungsgeschichte, dass sozusagen Linke und Arme, also sie gewinnen ja nur, Länder sich zusammenschließen und nur so kann ich mir vorstellen, wenn es kollektiv, also wenn Venezuela oder Bolivien alleine sozusagen mit so einem Vorschlag auch in so eine Klimaverhandlung gehen, erreichen sie das nicht. Aber wenn die G77 mit 130 Ländern da reingehen, ich weiß nicht, ob ihr da Kanäle habt von der Linken, meinetwegen auch, politisch sozusagen dazu zu kontaktieren, dass man auf der Ebene wirklich in den Regierungen so ein Bewusstsein erzeugt, dass eine kollektive Aktivität möglich ist. Ich versuche es auf anderen Strecken, aber das ist ein Kampf, ich sehe das auch so. Aber zu sagen von vornherein, also das ist nicht aussichts- oder das ist jetzt im Moment, das sage ich ja. Deshalb bin ich ja, ich versuche ja schon realistisch zu sein, aber trotzdem möchte ich nicht die Flinte ganz ins Korn werfen, sonst können wir gleich aufhören. Also irgendwo eine Orientierung. Die Orientierung muss sein, es geht eigentlich. Was nicht geht, sind die Interessen, die dem entgegenstecken. Nicht nur im Klimaproblem, in vielen anderen. Hunger, sozialen Finanzen und so weiter, ist ja auch so. Aber wir haben schon viel diskutiert. Ja, okay. Die Zeit ist vorbei. Wir können ja kurz jetzt gehen müssen schon mal das sagen, nee, ich bin nicht, ich glaube, die Merkel hat auch schon mal sowas gesagt. Aber wenn es irgendwie ein bisschen ist, deshalb lege ich ja so Wert darauf, finde ich, dass wir in Antrag oder sonst wo wirklich mal den Finger drauflegen müssen und das mal einfach durch x'en. Ja, das ist ja einfach, da braucht man nur einen Taschenrechner und das dann mal so hinlegen und dann sagen, das ist die Konsequenz. Also bei Sonntagsreden zu sagen, jeder Mensch ist gleich und wir haben die allgemeinen Menschenrechte und die Charta der UNO und so weiter, das ist alles sehr schön und wunderbar. Aber dann muss man das auch konkretisieren. Gibt es denn, sagen wir mal, Bilder oder Wirtschaftslenker, die offen dem widersprechen, dass sie nicht verschweigen müssen? Ja, USA würde ich schon sagen, die sind da. Und von daher habe ich es eigentlich nie gehört. Die haben ja immer so ein bisschen ein besonderes Volk. Dieser verklausulierte Rassismus eigentlich oder so etwas. Und also, das kann ich jetzt nicht genau sagen, wer da was in der Richtung gesagt hat. Aber wie gesagt, also ich glaube, grosso modo kann man sagen, in Sonntagsreden streitet es kaum jemand, der einigermaßen verstanden ist. So, jetzt machen wir. Ne, da und dann zu. Ja, oder machst du das? Ja, genau. Ja, also ich habe in meiner Reihenfolge noch ihn und sie, genau. Also in meiner Reihenfolge war er, glaube ich, und dann sie. Ja, ja, machen Sie. Also ich muss Dankeschön sagen für diese Zahlen und für den
Ansatz, habe ich noch nie so gehört. Ich bin selber ein bisschen kritisch mit dem Budgetansatz. Ich kann das aber jetzt nicht richtig darstellen, ich muss mich nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich gebe Ihnen meine Mail und dann bleiben wir in Kontakt. Ja. Ich bin sehr interessiert. Aber einen Punkt Hinweis. Also ich muss ein bisschen vielleicht so eine Unterstützung zu dem, was ich sage, darstellen. Wir waren jetzt 7 Jahre insgesamt in Haiti. Von 94 bis 99 und jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal 2 Jahre für den Wiederaufbau. Das sind 6 Wochen. Dieser Geldtransfer in den Süden ist äußerst problematisch. Und zwar nicht nur wegen der Korruption in den jeweiligen Ländern, sondern auch im Versickern der Geberländer. Also, ich will ein Beispiel nennen. Die Caritas, die unser Projekt finanziert hat mit 1,8 Millionen, die hatte 21 Millionen zur Verfügung und konnte das nur in Haiti verbrauchen. Die hat bis jetzt effektiv etwa 5 oder 6 Millionen investiert. Und sie wird in den nächsten 2, 3 Jahren nochmal effektiv 3 bis 4 Millionen brauchen. Und dann hat sie schon kein Geld mehr. Das heißt, die Hälfte des Geldes ist in ihrer eigenen Verwaltung und für die Unterstützung der Fachkräfte vor Ort praktisch versichern. Das ist so eine katastrophale Situation. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Transfers in den Süden. Unser Ansatz, der ist auch noch nicht ausgewogen. Aber als erstes muss kommen, dass wir den Ländern einen völlig anderen Entwicklungspfad gewähren müssen, den sie selber erarbeiten. Haiti zum Beispiel hat eine katastrophale Entwicklung genommen. Wir waren jetzt von 99. Lass mich doch kurz sagen. Vor 12 Jahren wurde alles noch in Flaschen, also alle Getränke gab es noch in Glasflaschen. Das ist aber sehr speziell. Ja, aber die Entwicklung jetzt ist alles nur noch Plastik. Das Plastik wird verbrannt. Das geht alles in die Luft. Das ist aber in diesem Budget gar nicht drin. Das heißt, die Situation ist viel, viel ungünstiger. Und das alles in den Griff zu kriegen, ist dermaßen schwierig, dass wir zuerst einmal einen anderen Entwicklungspfad suchen müssen, bevor wir überhaupt Geld in transferieren. Also, ganz kurz geantwortet. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht in der Weise, dass ich sage, erstens haben wir keine Zeit mehr dafür zu warten. Andererseits ist dieser Appell, die Länder müssen so von sich aus, und so finde ich alles wunderbar. Ich war auch viel in anderen Ländern, in armen Ländern, und stehe da eigentlich voll dahinter, dass sie selbst damit machen müssen. Und vor allem ist selbst von ihnen kommen, auch die Kritik an der Entwicklungshilfepolitik und so weiter. Aber wir haben nicht mehr die Zeit. Und zweitens, Wir müssen bei uns zu reduzieren. Das habe ich ja gesagt, das müssen wir selbstverständlich. Das, und viel massiver noch. Darüber habe ich jetzt heute nur aus Zeitmangel nicht gesprochen. Aber wir brauchen, ich meine, wir müssen diesen Gedankengang in die Köpfe hineinpflanzen. Wir brauchen ein massives Geld, tatsächlich, an Transfers. Wie das dann wirklich auch verhindert wird, dass es sozusagen in Kanälen versickert und so weiter, da habe ich ja auch angedeutet, dass ich sage, ich stelle mir sehr wohl vor, dass man eine relativ rigide, ein Regime oder so etwas, ein internationales braucht, eine WCO, die natürlich auch Durchgriffsrechte hat, nicht militärisch natürlich, sondern einfach, dann ist der Geld halt zu. Wenn man feststellt, nach einem Jahr kommt, so, jetzt was wird mit Griechenland, Troika, fährt dorthin und kontrolliert die Bücher. So was kann ich doch auch kontrollieren in der guten Sache mal, dass ich sage, wir wollen das wirklich für das Klimaproblem einsetzen. Es muss wirklich regenerativ sein oder Anpassung oder soziale Maßnahmen aufgrund von Anpassung. Nicht? Das kann man kontrollieren, ganz einfach. Viel einfacher als die Bücher von Griechenland. Und dann, wenn das zu Ungunsten ist, ja dann wird nächstes Jahr die Rate gesperrt, ganz einfach. Ich möchte mal sehen, welcher Staat dann sagt, wir verzichten. Kanada hat es gesagt. Na gut, okay, aber jetzt. Also ich finde, dass dieses Budgetmodell und die Rechnung, die du gemacht hast, deshalb
die auch in dieser OPEC-Kommission im Bundestag eine wichtige Rolle spielt, von den Konservativen und von den Liberalen gebracht wird, die sagen, ja, ja, das ist natürlich alles richtig mit unserer Klimaverpflichtung und so weiter, aber guckt euch doch mal China an, guckt euch doch mal Indien an, die haben ganz andere Wachstumsraten als wir und da ist eigentlich das Problem. Und damit wird sozusagen die Frage der Verantwortung und der Schulden, der Klimaschulden quasi komplett aus der Debatte rausgewischt. Sie versuchen es zumindest nicht, sie winkt ihnen natürlich auch, weil sie die Mehrheit haben. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Von daher glaube ich, dass so ein Ansatz auch mit den Zahlen wichtig ist in der öffentlichen Debatte, für die Aufklärung und so weiter, um sichtbar zu machen, um welche Dimensionen geht es eigentlich wo. Das finde ich den einen Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, wie sowas eigentlich durchgesetzt werden soll. Du hast ja selber gesagt, dass du gar nicht glaubst, dass unter den herrschenden Machtverhältnissen sowas überhaupt durchgesetzt werden kann. Deshalb brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber zu zerstreiten, wie so ein Fonds nachher kontrolliert wird, weil dem wird es nicht geben unter den jetzigen Bedingungen. Und wenn man auf die Kraft der Länder des Südens setzt, dann möchte ich einfach auch sagen, dass natürlich auch die Länder des Südens in sich gespalten und klassenmäßig strukturiert und von Interessen gebeutelt sind und so weiter. Und gestern war hier eine Veranstaltung, da habe ich leider verpasst, zu Brasilien, wo genau diese Frage natürlich eine Rolle spielt. Also die Schichten und Klassen, die ein Interesse am Extraktivismus haben, also daran, die Bodenschätze aus der Erde zu holen und zu verkaufen, und denen, die deren Lebensgrundlagen dadurch zerstört werden. Die Kämpfe der indigenen Bevölkerungsschichten und so weiter. Und ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man sich über Kräfteverhältnisse austauscht und darüber diskutiert, gucken muss, wo finden die Kämpfe statt. Und das geht natürlich auch für so eine Entwicklungsmodell. Also ich halte gar nichts davon, von Entwicklungspolitik zu sprechen, weil damit immer impliziert wird ein ganz bestimmtes Entwicklungsmodell. Es gibt ja die Kritik daran, die ist auch schon alt, und es geht bis hin zu Gruppierungen inzwischen in Indien und in anderen Ländern, die sagen, lasst uns einfach in Ruhe. Lasst uns mit euren Armutsprogramm einfach in Ruhe. Wir wollen nicht für einen Dollar täglich Lebensmittel kaufen. Wir wollen unsere eigenen Lebensmittel produzieren. Lasst uns unser Land. Bleibt uns vom Hals mit euren Konzernen, weil die zerstören unsere Lebensgrundlagen. Also ich glaube, man muss da ganz vorsichtig sein und so mit diesen Segnungen von einer großen Behörde, die dann quasi die Welt beglückt. Aber ich würde sagen, darüber braucht man gar nicht streiten. Man müsste darüber streiten, wie es tatsächlich dazu kommt, dass Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, der zentrale Punkt wird sein, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden für die Menschen in Bangladesch oder sonst irgendwo, die demnächst von den steigenden Fluten und so weiter schlicht konkret betroffen sind. In den Niederlanden wird inzwischen, ich glaube, in Größenordnung des gesamten Jahresbruttoinlandsprodukts Pläne geschmiedet für die Erhöhung der Deiche. Weil die genau wissen, wenn die Meeresspiegel steigen, sind sie weg vom Fenster. Aber in Ländern wie Bangladesch oder anderen gibt es die Option. Das heißt, da werden Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Was gibt es denn? Wo werden die leben? Unter welchen Bedingungen? Und dafür braucht man auch Mittel, um solche, also Resilienzprogramme, würde ich mal sagen, zu finanzieren. So, also ja. In die Richtung, glaube ich, wird es eher gehen. Aber genau. Okay. Vielleicht noch einen letzten Punkt zum WWU. Die haben ja jetzt auch letztes Jahr diese große Transformation vorgestellt, also ein neuer Gesellschaftsvertrag für die große Transformation, sozial-ökologischer Umbau. Viele tolle Ansätze, also ein regulierender Staat, der Maßstäbe setzt, der demokratisch, der sozusagen eine Demokratisierung zur Seite gestellt hat, soziale Umverteilung und so weiter. Aber auch da ein völliges Ausblenden der Kräfteverhältnisse der Akteure und der Interessengruppen der Konzerne. Also sie deuten das ein bisschen an. Also spannend zu lesen, und ich glaube, von linker Seite könnte mir oder von Attack-Seite könnte man da richtig viel draus machen, indem man es konkretisiert und sagt, was bedeutet das konkret? Darf ich da gleich einhaken? Genau das habe ich ja versucht zu tun mit dem Kassenschluss. Ich habe versucht zu sagen,
ich stütze mich darauf, finde das auch gut und lobe das und versuche es aber zu konkretisieren und weiterzuentwickeln, was Sie nicht tun. Was ich auch irgendwo verstehe, das sind Professoren, die natürlich auch ihre weitere Finanzierung für ihre Institute haben wollen und brauchen. Aber immerhin, so weit sind sie schon mal gegangen. Insofern, denke ich, ist das unsere Aufgabe. Das können wir nicht von denen verlangen, sondern ja, dann irgendwann auch mal von denen vielleicht. Aber wir müssen als Bewegung, und insgesamt sehe ich das mehr als eine internationale Frage der Strategie, wie gehe ich mit dem Klimaproblem um, auch von der Agitation, ich denke, das ist ein Kampf. Wir befinden uns in einem Kampf als Menschheit zwischen den Interessen der großen dominanten Staaten und deren Konzerne und so weiter und der überwiegenden Mehrheit der Menschen. So, und da ist es Gift, wenn die Menschen den Eindruck haben, ja, so eine UNO-Klimaverhandlung geht ja gar nicht, weil es so kompliziert ist. Also das habe ich versucht klarzumachen. Dem hast du ja auch zugestimmt, dass das okay ist. So, aber jetzt die Bataillone, die dafür kämpfen, klar, habe ich ja auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nur bestimmte Gedanken geäußert, wie wir da hinkommen. Das sind in erster Linie, finde ich, ist es jetzt mal eine Regierungsgeschichte, dass sozusagen Linke und Arme, also sie gewinnen ja nur, Länder sich zusammenschließen und nur so kann ich mir vorstellen, wenn es kollektiv, also wenn Venezuela oder Bolivien alleine sozusagen mit so einem Vorschlag auch in so eine Klimaverhandlung gehen, erreichen sie das nicht. Aber wenn die G77 mit 130 Ländern da reingehen, ich weiß nicht, ob ihr da Kanäle habt, von der Linken meinetwegen auch, politisch sozusagen dazu zu kontaktieren, dass man auf der Ebene wirklich in den Regierungen so ein Bewusstsein erzeugt, dass eine kollektive Aktivität möglich ist. Ich versuche es auf anderen Strecken, aber das ist ein Kampf, ich sehe das auch so. Aber zu sagen von vornherein, also das ist nicht aussichts- oder das ist jetzt im Moment, das sage ich ja eigentlich. Deshalb bin ich ja, ich versuche ja schon realistisch zu sein, aber trotzdem möchte ich nicht die Flinte ganz ins Korn werfen, sonst können wir gleich aufhören. Also irgendwo eine Orientierung. Die Orientierung muss sein, es geht eigentlich. Was nicht geht, sind die Interessen, die dem entgegenstehen. Nicht nur im Klimaproblem, in vielen anderen. Hunger, Sozialen, Finanzen und so weiter, ist ja auch so. Aber wir haben schon viel diskutiert. Ja, okay. Die Zeit ist vorbei. Ja, okay. Wir können ja kurz vielleicht jetzt gehen müssen schon mal.